Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Lili Thüringen. Ich bitte euch, hier unten läuft gerade eine Seite durch, und zwar die Campsite-Bio. Dort werdet ihr alle Kanäle von mir finden. Speichert euch die ab, schaut drauf, dann geht euch auch nichts verloren. Ja, liebe Freunde, ich habe heute einen netten Gast, den Frank Rehmer. Frank Rehmer ist bekannt unter, guten und schlechten Seiten. Nein, Quatsch. Ist ein ganz, ganz toller Typ. Und ja, ich bin froh, dass er da ist. Und wir haben uns vorab schon unterhalten, hatten ein nettes Gespräch. Und ich werde ihn jetzt erstmal dazu holen. Und ja, lasst uns ihn ganz nett begrüßen. Und lieben Gruß auch an euch in die Runde. Wie gesagt, teilt diesen Livestream, dieses Video. Wird später auf Visi zu finden sein. Wer jetzt, wie gesagt, keine Zeit hat, das anzuschauen. Alles bei Visi später abgespeichert. So, jetzt holen wir ihn dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Frank. Ja, hallo Lilly, zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit für einen Livestream. Ja, ich würde sagen, wir frühstücken gleich zusammen, oder? Ja, ich habe meinen Kaffee habe ich schon dabei. Ja, siehst du. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass das so spontan mit uns geklappt hat. Ja, und ja, wir haben einiges zu berichten, denke ich mal. Mhm. Aber zuallererst müssen wir den Leuten mal verraten, wer du überhaupt bist. Manche kennen dich ja gar nicht. Bei manchen bist du schon wahrscheinlich sehr, sehr bekannt. Und ja, du hast ja schon ein Stück weit Karriere hinter dir, möchte ich mal sagen. Du bist ja jetzt seit gestern auf dem Markt. Und ja, also lieber Frank, stell dich einmal bitte kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, Frank Rehmer, bin 44 Jahre alt, seit letzter Woche. Dann bin ich seit... ja, danke, danke. Seit 30 Jahren, kann man sagen, im nationalen Widerstand aktiv. Ging relativ früh los bei mir. Und ja, ich bin Musiker bei Stahlgewitter. Da werden mich wahrscheinlich die meisten Leute her von kennen. Und dann habe ich noch ein zweites Projekt. Damit habe ich 1999 begonnen. Halgadom. Das fing an mit Pagan Metal. Also heidnisch beeinflusste Texte, die ein bisschen ruppiger sind von der Musikstilart her, Black Metal mäßig. Dann habe ich aber das gleiche Bandprojekt genommen, um halt Neofolk zu produzieren, also ruhige Gitarrenmusik ohne große Verzerrung und Schlagzeug und also sehr minimalistisch. In dem Stil ist auch mein aktuelles Lied Infrebell, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Ja, was mache ich noch? Ich habe über Der dritte Blickwinkel mal einen Blog gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das waren schriftliche Sachen, die eher sporadisch ja, vonstatten gingen, wenn mir mal was eingefallen ist, was Schriftliches niederzuschreiben, einen Artikel. Dann 2016 hat ja das Projekt mit Nana Domena gestartet, der vielen jetzt von den Querdenker-Aktionen bekannt ist. Unser Projekt heißt Multikulti trifft Nationalismus. Da hatten wir uns bei einer Pegida-Demo kennengelernt, nachdem er in Köln die Ausschreitungen waren zu Silvester 2015/16. Ich komme ja aus der Ecke von Köln. Ja. Das mache ich noch. Dann dadurch, dass ich ja eh dann zwecks Videos den meisten Leuten auch mit Gesicht und Namen bekannt war, habe ich dann ein eigenes Videoformat gemacht, Der dritte Blickwinkel. Podcasts mache ich auch noch unter dem Format. Ein Buch habe ich geschrieben. Ja, und das sind eigentlich alles so die Projekte, die alles parallel läuft. Natürlich, Familie habe ich auch noch, darf auch nicht zu kurz kommen. Ich gehe ja ganz normal arbeiten noch, dank meinen Mitstreitern ein bisschen weniger. Also die Mitstreiterschaft ist so ein Unterstützungsprojekt. Das heißt, durch einen kleinen monatlichen Obolus bin ich halt in der Lage, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Das heißt, ich mache das nicht, um reich zu werden, sondern einfach nur, um mir ein bisschen Freizeit zu verschaffen, wo ich dann halt eben meine Projekte, ja, mich drauf konzentrieren kann in dieser Woche. Was natürlich nicht immer so geht, dass man das nur auf die eine Woche macht. Das nimmt eigentlich den ganzen Monat in Anspruch. Aber so ist das halt, ne? Alles selbst gewählt. Und ja, und jetzt sitze ich hier. Freue mich. Schön, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, Frank, du hast gesagt, dritter Blickwinkel. Du musst, wenn du dein D-Live nebenbei laufen hast, den Ton ein Stück leiser machen, sonst hören wir uns doppelt. Mhm.
Warte mal, da machen wir das ganz anders. Meine Tochter hat nämlich hier noch einen Kopfhörer liegen. Ja, gute Tochter. Die ist ausgestattet mit Technik, siehst du? Ja. Ist jetzt besser? Ja, ne? Jetzt hörst du. Ja, jetzt alles super. Ja, auf jeden Fall der dritte Blickwinkel. Was steckt dahinter? Also, wie bist du da drauf gekommen und wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ich blende die Seite schon mal ein. Wir schauen sie uns auch gleich gemeinsam mal an. Mhm. Warte mal, wo habe ich sie? Auf jeden Fall kannst du, wenn du magst, schon was zu deiner Seite erzählen. Ja, also der dritte Blickwinkel, das war früher mal ein Blog auf WordPress. Und ich dachte mir, ich wollte jetzt keinen Klischeenamen haben. Ne? Und der dritte Blickwinkel, ja gut, mittlerweile gibt es ja den dritten Weg als Partei. Viele denken, das hat was damit zu tun, hat es aber gar nicht. Ist eher eine philosophische Geschichte. Und zwar, der dritte Blickwinkel ist für mich so eine Art wie die dritte Seite der Medaille. Wir kennen ja alle zwei Seiten der Medaille, vorne und hinten. Da gibt es immer noch diesen schmalen Rand, wenn man sich die mal von der Seite anschaut. Und diese Versinnbildlichung fand ich ganz interessant, dass man halt eben keine Klischees bedient. Man kann für etwas sein, man kann gegen etwas sein, aber es gibt da auch noch so eine dritte Position. Als kleines Beispiel, das zu verdeutlichen, einer meiner letzten Podcasts war mit Peter Steinborn von Metapol und wir hatten das Thema die Rechte im Spannungsfeld des Nahostkonflikts. Es gibt ja Mitstreiter, die sagen, ey, für Palästina, ne, die kämpfen für ihre Freiheit. Dann gibt es eher bei den Bürgerlichen, die sagen dann, nee, wir sind gegen den Islam, also sind wir automatisch pro Israel. Und ich vertrete halt eben die Meinung, dass wenn sich Semiten in ihren Heimatländern bekämpfen, dass uns das ehrlich gesagt gar nichts angeht, weil wir haben eigene Probleme. Und ich kann nicht erst sagen, ich habe was gegen diese ganzen Parallelgesellschaften, die hier uns die Heimat wegnehmen und auf einmal sind das unsere tollen Verbündeten, weil es gegen Israel geht. Das ist ein bisschen platt meiner Meinung nach. Und das ist aber, denke ich mal so, was so diesen dritten Blickwinkel eigentlich ganz gut repräsentiert. Ja. Und auf der Seite quasi stellst du dich einmal vor, ne? Dann hast du ja zum Beispiel eine Kategorie Geist und Materie. Was steckt dahinter? Geist und Materie, das sind schriftliche Artikel, die nicht nur von mir sind. Also jeder, im Grunde genommen kann jeder mir Artikel einsenden, die ich dann auf die Netzseite stelle. Und das ist auch nochmal aufgeteilt, wenn du ein bisschen hochgehst in verschiedene Kategorien. Also die Überkategorie ist Geist und Materie. Dann gibt es dann, was gibt es da alles im Gespräch? Krisenvorsorge finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ja. Dann natürlich auch Spiritualität und Philosophie ist auch ein Thema, was immer mehr, bin ich der Meinung, auch in Fokus rückt bei vielen Leuten. Und also ich finde das sehr, sehr interessant, auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Ja, und ganz oben, wenn du nochmal, da gibt es noch eine Überkategorie Projekte und das ist dann halt eben alles, was Video-Podcasts zu tun hat. Wenn du da auf den Reiter gehst, Projekte, dann zum Aufklappen, da sieht man dann alles, was ich so mache. Ne? Auf Biegen und Brechen war zum Beispiel meine Diskussionsveranstaltung, da gibt es aber leider nur eine Folge von, weil das natürlich ein bisschen aufmacht und gerade jetzt mit dem ganzen Corona-Kram. Schwierig, sich persönlich zu treffen. D3B Mitstreiterschaft, das ist die eben erwähnte Unterstützungsgruppe. Mhm. Bei Interesse kann man sich das ja mal anschauen. Dann der dritte Blickwinkel sind dann die ganzen Videos. Ich glaube, ich habe mittlerweile über 60 Videos gedreht, die aber nicht unbedingt mit Tagespolitik zu tun haben. Das ist so das, was mich vielleicht von anderen YouTubern unterscheidet. Ich mache eigentlich, sagen wir mal, grundsätzliche Themen, die ich anspreche und keine Tagespolitik. Ja. Dann Gespräch, glaube da, wo ich mal woanders zu Gast war. Kampagnen habe ich aktuell die Impfrebell-Kampagne, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Dann Multikulti trifft Nationalismus, was ich halt mit dem Nana mache. Ja. Wobei jetzt auch längere Zeit nichts gekommen ist. Zum einen, weil er halt viel mit Querdenker unterwegs ist und ich glaube, der ist auch mittlerweile nach Mallorca gezogen. Der wird ja bald Papa. Ja, genau. Und ja, Podcasts, ne? Das ist eigentlich so mein Hauptthemenfeld in letzter Zeit. Also wenn wir unser Gespräch, wenn du es hochgeladen hast, werde ich es runterladen, dann wird das hier auch in dieser Kategorie dann erscheinen. Ne? Also das ist alles, was irgendwie mit multimedialen Medien zu tun hat, Videos, Podcasts etc.
Genau. Auf jeden Fall spannende Geschichte. Erzähl mal was zu deiner Impfkampagne. Ich meine, wir haben ja jetzt gehört, du hast ja ein aktuelles Lied darauf. Da muss ich sagen, da bin ich eigentlich zu dir gestoßen, weil wir beide sind ja schon auf der Plattform auch Visi zugange Genau. und fand das ganz interessant. Und was mir halt eben persönlich gefällt, ist, dass es Menschen da draußen gibt, die halt eben auch ja, Themen ansprechen, die gerade sehr, sehr aktuell sind. Und dieses Thema Impfen, ich meine, ist ja aktueller denn je. Und ich sage immer, ich sehe es so, für mich gibt es zwei Lager. Einmal die quasi, die jetzt alle ins Impfzentrum rennen und denken, sie tun sich was Gutes. Und einmal die, die es vielleicht halt eben hinterfragen und sagen, nee, ich warte noch oder nee, ich lasse mich nicht impfen, ja, in diese Schiene. Und ich finde es halt eben traurig, dass wenn man selber sagt, pass auf, ich lasse mich noch nicht impfen aus dem und dem Grund, ja, man kann ja viele Gründe haben, dass man halt eben gleich als böse abgestempelt wird. Ich persönlich stempel diejenigen, die sich jetzt impfen lassen, nicht als böse ab. Für mich ist das einfach so, die sind entweder unaufgeklärt oder wollen sich nicht aufklären lassen oder sie denken tatsächlich, dass es ihnen hilft, ja. Meiner Meinung nach ist es der falsche Weg und ist meine persönliche Meinung dazu. Wie bist du auf dieses Lied gekommen, Impfrebell? Ich meine, das ist ja schon Rebell, da denkt man ja gleich was Aufbrausendes, was Böses, ja. Aber ich habe mir das angehört, ich meine, wir hören gleich mal rein. Es ist ja ein Gitarrensong, der meiner Meinung nach eigentlich noch sehr ruhig ist. Und ja, du hast dich sicherlich da mit dem Thema sehr intensiv auch beschäftigt. Und hast ja auch Kinder. Und ich meine, uns Eltern trifft es ja hauptsächlich auch, weil die Kinder sollen ja jetzt auch geimpft werden. Und wie stehst du zu diesem Thema? Ja, wie du schon sagst, also Impfrebell, das Lied ist relativ ruhig, aber du hast ja auch schon gesagt, jeder, der sich da irgendwie kritisch zu äußert, ist ja schon in einer richtig extremen Ecke, wird da reingedrängt. Und das ist ja schon die Rebellion, einfach zu sagen, nee, ich mache da jetzt erstmal nicht mit. Und was diese Impfrebell-Kampagne betrifft, ich habe mich, wie war denn das? Das fing irgendwie Februar 2000 20, glaube ich, ging das richtig los. Und da hatten wir auch eine Folge mit Multikulti trifft Nationalismus. Und, oder war es 2019? Ich weiß das gar nicht mehr. Also irgendwie im Februar, wo diese ganze Corona-Geschichte losging und da wusste noch keiner so wirklich, das einzuschätzen. Ne? Erstmal alle, die gesagt haben, ja, das ist ein schlimmes Ding aus China, waren erstmal die Nazi-Verschwörer und die, die das heute sagen, sind quasi die, die die damals kritisiert haben. Und Ja. dann habe ich das mal so ein bisschen alles auf mich wirken lassen, habe versucht, also erstmal dieser Panikmodus ist immer falsch, mit Angst und Panik an sowas ranzugehen und habe versucht, erstmal mit nackten Zahlen zu arbeiten. Ich habe mir mal die Zahlen vom Robert-Koch-Institut angeschaut und das ist auch etwas, was ich mit dieser Impfrebell-Kampagne, da gibt es ein Flugblatt zu, das findet ihr auch auf meiner Netzseite. Mal auseinandergesetzt und habe eigentlich nur festgestellt, dass keine übermäßige Sterblichkeit zu den anderen Grippewellen war. Die, die es betroffen hat, sind ab 60, 70, 80 Jahre aufwärts. Also die Altersgruppen, die sowieso immer schon, egal ob mit Krankenhauskeimen oder sonst irgendetwas, ja eine Risikogruppe darstellen. Ist natürlich schlimm, jeder Tote, oder jeder, der irgendwo mal in der Familie jemanden hat, der gestorben ist, sei es der Vater, Opa, Oma, Mutter, ist natürlich schlimm, aber es gehört nun mal zum Leben dazu, dass irgendwann auch Schluss ist. Und ich habe das dann mal in Prozente ausgerechnet, wie viel oder wie viel Menschen pro Altersgruppe an Corona oder mit gestorben ist. Das ist ja auch wieder so eine schöne Umschreibung. Wir hatten letztes Jahr 2020 bis 2021 von 0 bis 19-Jährigen, ich glaube, das waren 25 Tote, die mit oder angestorben sind. Das heißt, wenn ein Kind beim Spielen vom Baum gefallen ist, ist gestorben, wurde positiv getestet, ist es ein Corona-Toter. Und allein, wenn man schon dermaßen unprofessionell und ja, ich sag schon fast Schlagzeilen erheischend diesen Virus oder dieses Virus in so eine, ja, in so einen Kontext stellt, also noch nicht mal feststellen, ist jemand gestorben, weil er es hatte oder ist er nur mit daran gestorben, dann macht es bei mir so ein bisschen Klick, ja. Und wenn man schaut, dass das Regime seit Jahrzehnten das Gesundheitssystem kaputt spart, dann kann mir keiner erzählen, dass sie sich plötzlich um unsere Gesundheit sorgen.
Und du hast es schon angesprochen, die Impfpflicht für Kinder. Also wenn ich sehe, dass letztes Jahr 2025 Kinder und Jugendliche mit oder an der Krankheit gestorben sind, die wahrscheinlich dann auch vorher schwer Asthma hatten oder sonst irgendwie Vorerkrankungen hatten. Und nun aber Millionen in diesen Altersgruppen geimpft werden sollen, wo wir aber auch sehen, dass die Impfung mit einer Notzulassung auf den Markt geworfen wurde, nicht wirklich getestet, sagt zwar alles, ja, ist sicher, ne, aber wir lesen ja ständig irgendwo, dass geimpfte Leute entweder tot umgefallen sind, eine Thrombose hatten, Gesichtslähmung oder sonst irgendetwas. Und da sage ich ganz ehrlich für mich, also A, Kinder zu impfen, ist, was auch die STIKO sagt, die Ständige Impfkommission, glaube ich, heißt sie, die lehnt das ab, weil der Nutzen hier überhaupt nicht gegeben ist. Da ist das Risiko viel höher als der Nutzen. Und wenn ich meine Altersgruppe anschaue, also ich bin jetzt 44, da ist für mich wahrscheinlich eine Thrombose zu bekommen gravierender oder wahrscheinlicher, als dass ich einen schweren Corona-Verlauf hatte. Vielleicht hatte ich auch schon Corona. Ich hatte letztes Jahr, Anfang letzten Jahres auch so ein, ja, also man wollte mich nicht testen auf Corona, schlapp, also jetzt kein Fieber und nichts, aber es gibt ja auch milde Verläufe. Vielleicht hatte ich es ja auch schon. Aber wie gesagt, also ich werde mich nicht impfen lassen. Und was, es heißt ja immer ein Impfangebot. Angebot kann man ja auch ablehnen. Angebot und Nachfrage ist das so, ne? Ja, ganz genau, ne? Und aber wir gehen ja halt eben darauf zu, dass diejenigen, die sich halt bei dieser Impfaktion mitmachen, dass man den Leichterungen verspricht. Bis jetzt sind sie ja nicht eingetreten. Die müssen genauso mit Maske rumrennen, genauso wie Ungeimpfte. Nur haben sie halt eben das Risiko, dass sie überhaupt nicht wissen, was das für Langzeitschäden sind. Und diese mRNA-Geschichte, die kommt aus der Krebstherapie. Ich will aber keine Therapie machen, keine Gentherapie. Ja. Und da nehme ich für mich in Kauf oder das Recht heraus, mich zu entscheiden. Ich möchte lieber dann einen Schnupfen kriegen oder eine Grippe. Das nehme ich für mich diese Freiheit raus und mache die lieber durch, als mir irgendwas spritzen zu lassen, wo keiner weiß, was in einem halben Jahr mit mir ist. Ne? Und die, die sich impfen lassen, die müssen ja gar keine Angst haben, sonst würden sie sich ja nicht impfen lassen. Ne? Oder sie glauben nicht an ihren Schutz und dann können sie es auch lassen. Richtig. Was mich ja total irritiert ist, ich meine, ich habe das ja hier auch, jeder hat das, glaube ich, von uns mittlerweile um sich drumherum. Ich kenne ja auch Leute aus meiner Familie, die sich schon impfen lassen haben, auch seit Februar schon beide Impfungen haben und trotzdem kommen sie in den Baumarkt nicht rein und brauchen einen Gewerbeschein, um einen Klodeckel zu kaufen. Ja, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da müsste man doch spätestens an dieser Stelle das Ganze hinterfragen. Das nächste ist, wie du schon angesprochen hast, sie müssen trotzdem weiterhin Maske tragen oder Abstand halten. Da frage ich mich, warum? Ja, und ich meine, ich habe das genauso mir auch angeschaut und beleuchtet und bin halt auch jemand, der das halt hinterfragt. Und für mich ist eins klar, wenn ich mich gegen irgendwas impfen lasse, dann soll das ja eigentlich helfen. Aber es ist ja bewiesen, dass man trotz dieser Impfung ja noch Corona bekommen kann und unter anderem eventuell ansteckend sein soll, wie auch immer. Und dann frage ich mich, was ist denn da drin? Und genau diese Frage, die könnte ja bis heute noch nicht richtig beantwortet werden, ja. Mhm. Und auch diese, für mich ist es auch so, es ist ja nicht getestet. Und alles, was jetzt da läuft, ist für mich ein Riesentest. Ja, mhm. Also ich sehe das einfach so, wir sind so die Laborratten, ja, die jetzt ja, herhalten so müssen. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass unsere Kinder halt eben da jetzt so mit reingezogen werden. Und ich kann jetzt nicht verstehen, dass zum Beispiel jetzt Dreijährige schon getestet werden dürfen. Ja, ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder auch mal einen Schnupfen bekommen können. Mhm. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass die, wenn die in den Kindergarten gehen, ständig mit irgendwelchen Krankheiten nach Hause kommen. Ja, ja. So Mund, Hand, Fuß zum Beispiel. Warum gibt es keine Impfung gegen Mund, Hand, Fuß? Könnte ich jetzt auch mal in den Raum schmeißen. Ist eine Krankheit, mhm. die ich, wo ich Kinder hatte, vorher nie kannte. Und ist aber sehr, sehr stark vertreten, ja, mittlerweile. Und es gibt so hauptsächliche Sachen wie Läuse, Mund, Hand, Fuß, ja, was jetzt mittlerweile in den Kindergärten ständig aufgetreten ist, vor Corona natürlich. Und wenn ich jetzt unterwegs bin und lese dann halt eben die Schilder, du kommst hier nur noch geimpft rein, ja, oder mit einem negativen Test, sollst aber trotzdem Abstand halten, dann frage ich mich, warum? Ja, und das sind für mich so Sachen, ja,
da schüttel ich einfach nur noch den Kopf und denke mir so, denkt ja auch mal nach, was da steht, ja. Und jeder normale denkende Mensch, setze ich jetzt mal einfach voraus, sollte doch spätestens, wenn er sowas liest, einfach mal ins Denken kommen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute gar nicht denken in dem Moment, sondern die lesen das zwar, nehmen es irgendwo wahr und machen weiter. Und das ist so ein Ding, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Und ich lese immer wieder, dass so, so viele zu den Impfungen rennen. Und zweimal in der Woche hat mir eben erst jemand geschrieben, kommt der Krankenwagen direkt nach der Impfung vorbei und holt die Leute ab. Ja, das sieht man ja gar nicht, weil es ja uns gar nicht gezeigt wird. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir die alternativen Medien haben, dass wir auch Menschen haben, normale Menschen, die sich trauen, das auch per Bild und Video zu dokumentieren und eventuell uns weiterleiten, wenn sie es nicht selber posten möchten. Einfach um zu zeigen, ey, pass mal auf, es gibt noch eine zweite Seite der Medaille, wie du schon gesagt hast, oder die dritte, ja. Genau. Man sollte nicht alles glauben, was einem vorgesetzt wird. Ja, das wäre ja wie jetzt als Beispiel, ich sage dir, iss mal den Milchreis, der ist total süß und vielleicht schmeckt er gar nicht süß, sondern salzig. Ja, jetzt mal ganz bescheuert. Aber deswegen, also ich finde das gut, dass du da halt eben auch, ich sag mal, kritisch bist und vor allem das natürlich auch beleuchtet hast, das Ganze. Mhm. Und ich meine, man sieht ja, es ist, es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Ja, und selbst der Drosten, glaube ich, war es, hat doch gesagt, Corona ist, also das ist eigentlich, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja eigentlich nur eine schlimme Erkältung, jetzt mal ganz bescheuert gesagt. Und wie du auch schon eben erwähnt hast, du hattest es eventuell schon, aber ich sage jetzt mal blöd gesagt, du weißt es halt eben nicht. Und genauso ging es mir auch, ja. Ich meine, man ist zwischendurch mal ein bisschen angeschlagen, vielleicht auch durch eine Klimaanlage, wie auch immer. Trotzdem renne ich jetzt nicht los und hole mir einen kleinen Corona-Test wie manch andere. Für mich ist das halt eben so ein riesen Machtspiel, ne? Das ist wie, wenn du Krieg hast und keiner geht hin. Ja, solange die Leute in diese Impfzentren reinrennen und in diese Testzentren reinrennen, nur um ihre Freiheit wieder zu bekommen, was ja schon eigentlich Skandal ist, ja. So ja, du wirst erpresst, ne? Du wirst erpresst. Genau. Und das ist ja das Schade, wenn ich mal kurz da rein grätschen darf. Das ist ja genau das. Viele, die sagen ja selber, das ist alles Quatsch, aber ich will ja noch reisen, ne? Ich möchte noch mal ins Restaurant. Richtig. Meine ich, aber was ist denn das für ein Argument? Ja, ich meine, was ist, wenn als nächstes kommt? Ja, tut mir leid, du musst erst eine Geschlechtsumwandlung machen. Machst du das dann auch? Ja? Also, ich lasse mich. Du hast da so einen geilen Spruch gepostet, denn ich konnte das den Tag nicht verkneifen. Ich blende den gleich mal ein nebenbei. Auf jeden Fall, es ist ja wirklich so. Ja, wir gucken erstmal gleich dein Lied an. In der Zeit suche ich den Spruch mal raus. Und. Da gehen wir gleich weiter. Auf jeden Fall bin ich froh und dankbar, dass du dieses Lied gemacht hast. Und wie gesagt, wir lassen das jetzt mal einfach ablaufen. Ich mache es auch auf groß. Also wie gesagt, liebe Freunde, das ist das Lied Impfrebell von Herrn Krämer auf Visi übrigens zu finden. Den Link stelle ich euch auch gleich noch hier rein. Dystopien, ja, sie ziehen, bilden Schranken in Gedanken und das Denken, das sie lenken, führt ins Nichts. Obwohl nichts ist nicht ganz richtig, das zu verstehen, ja, das ist wichtig. Warum tun sie sich das an, frag ich mich. Aus Angst erwächst die Panik, Ratio sinkt wie die Titanic. Dein Verhängnis, ja, dein Eisberg bist du selbst. Die Tagesschau, dein Prophet, verkündet, dass es weitergeht. Ein kleiner Pieks im Hier und Jetzt und du bist frei. Doch einmal damit begonnen, ist um dich das Netz gesponnen. Immer wieder aufgefrischt, Angst und Impfstoff aufgetischt. Bei einer Spritze bleibt es nicht, die Panik steht dir im Gesicht. Unter der Maske sieht man's nicht, war es das wirklich wert? Endlich leben, Gläser heben, wieder fliegen, Kurven kriegen. Die neue Freiheit, sie hat halt ihren Preis. Heut noch könnt ihr lachen, vielleicht morgen noch aufwachen. Doch in ein paar Jahren, wie sieht es dann aus?
Langzeitstudien gibt es nicht, dafür Lähmung im Gesicht. Eine Thrombose hier und da, kommt halt vor, ja nee, ist klar. Du sagst, mir steht mein Aluhut, ich sag, ja, ja, es ist schon gut. Lieber ohne Impfung leben, als das mit dir was gelesen. Denn mein Körper gehört mir, so wie deiner, der ist dir. Lass dich impfen, lebe schnell, da bleib ich lieber Impfrebell. Krude Verschwörungstheorie, wissen werden wir es nie. Doch die Zahlen sprechen für sich, rechtfertigen keinen Stich. Kinder unter 7 Jahren brauchen keine Maske tragen. Die Körpergröße schützt dir schon vor Covids tödlichem Symptom. Ein kleiner Tipp von mir am Rand, benutzt doch mal deinen Verstand. Eine Sterblichkeit von 2%, ergibt das Sinn? Macht die Lobbyisten reicher, Angst macht deine Birne weicher. Ein schlechter Tausch aus meiner Sicht, ohne mich. Und versteh mich jetzt nicht falsch, bekommst nicht in den falschen Hals. Denn ich leugne Covid nicht, doch ich bezweifle das Gewicht. Mainstream und Politiker und die Lobbyisten-Schar, Drosten, Schwab und auch für Spahn, nur das sollen wir nicht erfahren. Sie werkeln an dem Great Reset, total Kontrolle Covid, doch sie brauchen was zum Tarnen, zum Beispiel vorne Virus warnen. Dystopien, ja, sie ziehen, bilden Schranken in Gedanken, und das Denken, das sie lenken, führt ins Nichts. Obwohl nichts ist nicht ganz richtig, das zu verstehen, ja, das ist wichtig. Warum tun sie sich das an, frag ich mich. Aus Angst erwächst die Panik, Ratio sinkt wie die Titanic. Dein Verhängnis, ja, dein Eisberg bist du selbst. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Song, wie ich ja, finde. Danke. Und da habe ich eben auch versucht, so diese ganzen wirren Sachen mal reinzubringen. Ne? Also unter 7 Jahren braucht man keine Maske tragen, ja. Auch wenn das ein Killer-Virus interessieren würde, wie alt oder wie groß jemand ist. Ja, und natürlich, was auch wichtig ist, da mal reinzubringen, das Thema Great Reset, also das richtig. Heißt Weltwirtschaftsforum, ja. Die ja diese Pandemie ja auch auf ihrer Netzseite bewerben als der Weg zur Weltregierung, die dieses Problem lösen kann. Hm? Ja. Sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf haben. Also alles, was so, ja, dieses ewige Wort Verschwörungstheorie, ja, ich meine, man muss doch nur mal auf die offizielle Netzseite gehen und dann ist das keine Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungspraxis. Richtig. Ganz kurz, also du bist zu finden auf visi.tube unter Frank Rehmer. Dort ist das Lied zu finden und auch deine Podcasts stellst du dort ein. Wir müssen nochmal betonen, ist natürlich zensurfrei. Ja, so viel dazu. Und ich mache uns mal wieder groß. Und ich habe ja gesagt, du hast so einen tollen Spruch gepostet. Den will ich jetzt mal einblenden bei, warte mal. Falscher Knopf. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz gut, weil ich bin da so ehrlich, ich würde das sofort unterstreichen. Deswegen habe ich den Spruch auch sofort geteilt. Mhm. In freier Natur eine Maske zu tragen, ergibt genauso viel Sinn, ja, wie ein Kondom überzuziehen, ohne Sex zu haben. Gebe ich dir absolut recht. Ja. Und gerade wenn es jetzt darum noch geht, dass die Kinder nun eine FFP2-Maske bekommen sollen in den Schulen, ich frage immer, schlimmer geht's immer, ja, also Wahnsinn. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, in Sachsen, glaube ich, war es, war eine Schule, die tatsächlich, wo die Eltern mit einem in die Schule gegangen sind, anstatt die Kinder, und haben die Lehrer und auch den Direktor wohl damit konfrontiert, mit dem aktuellen Thema, ja. Und das finde ich halt eben richtig, ja. Das ist, nenne ich mal, Widerstand. Weil die Lehrer rechnen nicht damit, ne, dass mit einmal die Eltern in die Schule kommen, anstatt die Schüler. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, davon gibt es leider, leider viel zu wenig. Und dein Spruch, der passt wie die Faust aufs Auge, weil man braucht ja nur mal jeden Tag rausschauen.
Ja, wie gerade auch schon im Chat eben geschrieben. Leute allein auf dem Fahrrad mit Maske. Ja, Leute im Cabriolet alleine mit Maske. Also was man für Bilder sieht, ja, man kann sich leider nur auf der einen Seite vom Kopf tippen. Auf der anderen Seite sage ich mir, wie viel Angst müssen die Leute denn haben, um das durchzuziehen? Und die nächste Frage, die wir ja auch schon miterlebt haben, ist, wie viele Leute würden die Maske weiterhin noch tragen, selbst wenn morgen gesagt wird, wir haben komplett in Deutschland keine Maskenpflicht mehr? Waren nicht wenige. Ja, es ist mittlerweile so in den Köpfen leider rein indoktriniert, ja, dass Leute so viel Angst haben. Die Leute werden ja richtig bösartig da draußen. Ich habe das selber auch schon erlebt. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe meine Gesichtsmaske unter der Nase schon immer, ja, einfach um zu zeigen, ey, bis hier noch nicht weiter, ja. Jetzt durch die Schwangerschaft ist es natürlich noch ein Stück risikoreicher, ja, also dass ich keine Luft kriege und so. Ich habe so schon manchmal Atemprobleme. Und da habe ich tatsächlich so eine Frau vor mir gehabt an der Kasse, die mich doch anmaulte, ich solle doch Abstand halten und meine Maske nach oben ziehen, wo ich dann denke, mein Gott, wie viel Angst muss denn diese Frau jetzt haben, ja? Die hatte ihre FFP2 auf, alles gut, ja? Und man hat ja schon den Abstand so, aber die Leute, die werden ja richtig aggressiv und jetzt noch mehr. Ja. Und dann siehst du, die sind richtig traumatisiert, die haben Angsttraumata, die müssen eigentlich erstmal sich mit dem Profi unterhalten und sich auf die Couch legen. Ja, und wenn ich jetzt auch lese, ja, die Leute werden vor einer OP mit Impfung erpresst, das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, was soll denn noch alles kommen, ja? Ich habe das letztens gelesen, ich glaube, in Russland war es oder so, da wirst du nur noch behandelt, wenn du geimpft bist, als Beispiel jetzt. Mhm. Ich wäre auch so, sind die irre? Mhm. Ja, ja, das ist absolut krank. Wo soll das denn noch hinführen? Und wie lange vor allen Dingen wollen wir uns das noch gefallen lassen? Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe, aber ich beobachte einfach mal die letzten Monate. Ich meine, wir waren wirklich zu zigtausend Leute in Kassel. Ich war live dabei. Es waren schon 2 Millionen Leute, Pi mal Daumen, in Berlin, ja, an verschiedenen Tagen. Wir waren schon ein paar Leute auf der Straße. Aber ich bin der Meinung, die Regierung sitzt da oben und lacht sich darüber kaputt. Ich bin froh über jeden Menschen, der auf die Straße geht, ne? Absolut. Aber ich frage mich, ist das der richtige Weg? Ich glaube, das ist schwierig, weil ich hatte das Thema ja auch mit dem Hannes von KC, den hatte ich ja auch schon im Podcast zu Besuch oder zu Gast. Und habe ich auch gesagt, ich meine, mit Pegida hat man mit zigtausend von Leuten demonstriert, ja, und ja, und die Politiker haben sich wahrscheinlich dann ins Fäustchen gelacht, haben gesagt, so, jetzt hat der Pöbel erstmal seine Luft oder seinen Druck rausgelassen, jetzt gehen wieder alle nach Hause und dann machen wir weiter wie bisher. Also ich denke mal auch nicht, dass Demonstrationen auf Dauer das Mittel sein werden. Klar, man hat natürlich immer so die Hoffnung, dass es mal so eine kritische Masse erreicht ist, wo man dann halt eben sich nicht unter Kontrolle bringen lässt, wenn die Polizei sagt, ja, jetzt ist die Demonstration aufgelöst, gehen Sie mal bitte schön nach Hause, ne, und alle machen es, sondern dass die Leute sich dann eben ihr Recht auf Widerstand nehmen und weiter ihren Protest vielleicht auf andere kreative Art und Weise vortragen. Was aber auch ist, dass der Bundestag ja schon anfängt oder die Politiker im Bundestag riesige Gräben zu ziehen. Also vor irgendwas scheinen sie ja Angst zu haben und irgendwann wird den Leuten auch schon der Kragen platzen. Dann wird halt eine Oma nochmal verprügelt, weil sie das Grundgesetz hochhält. Aber das werden sich die Leute dann eben nicht mehr gefallen lassen. Ne? Und das ist so, denke ich mal, was dann irgendwann kommen muss, weil, wie du schon sagst, also warum... Was ich halt eben festgestellt habe, ist, viele Leute trauen sich nicht mehr auf die Straßen. Die waren auf Demos unterwegs, aber wegen dieser, ich sag mal, Polizeigewalt, ja, die mittlerweile ja auch herrscht, die ja angeblich gar nicht da ist, laut Aussagen von manch anderen, ist es halt eben so, dass viele sagen, ja, was soll ich denn jetzt auf der Straße, ja, also ich kann es verstehen, wenn ältere Leute vor allen Dingen auch die Angst mit sich tragen und nicht gehen, aber meine Meinung ist halt eben, wie du schon gesagt hast, Pegida ja macht. Ich bin auch richtig, richtig froh, dass die noch weitermachen. Ja, und man muss mal sagen, die haben trotz alledem ja immer noch über 500 Leuten auf der Straße oder wenn es jetzt auch tolle Gäste da sind, ja, wären es auch mal ein paar mehr. Ich denke mir eins, wenn man die Leute machen lassen würde, ja, so wie man eigentlich wollen würde, ja,
dann sähe die Lage ganz anders aus. Ich habe es ja auch schon mitgekriegt, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Wenn die AfD zum Beispiel Aktionen machen wollte, ja, wie sie unterdrückt worden sind, ja, egal wie man jetzt zu der Partei steht, ich nehme einfach nur mal das Beispiel, diese Unterdrückung von Demos. Oder du willst eine Demo anmelden, ja, was ja eigentlich schon Bullshit ist, weil für mich ist Widerstand, du gehst raus auf die Straße ohne eine Anmeldung, ja. Machst es einfach. Richtig. Und wie du schon gesagt hast, dann wird aufgelöst und und. Ich meine, das ist mittlerweile so die Strategie von der Polizei, ja, und ich meine, wir haben Wien-Bilder gesehen, es geht auch anders, ja, und man, ich bin der Meinung, vielleicht sollte man sich auch daran ein Beispiel nehmen, ja, wie es in anderen Ländern eventuell funktioniert und das hier umsetzen. Und Widerstand ist für mich nicht nur raus auf die Straße gehen zu einer Demonstration. Widerstand mache ich persönlich jeden Tag von zu Hause aus schon. Das fängt an, wenn ich einkaufen gehe, ziehe ich eine Maske auf, ja oder nein? Lasse ich meine Kinder testen, ja oder nein? Weißt du, in diese Schiene. Und so denken ja auch die meisten gar nicht, ja. Und sicherlich, Vernetzung ist auch so ein Thema. Wir sind dabei, jeden Tag aufs Neue. Ich führe jeden Tag zig Gespräche mit Leuten, lerne neue Leute kennen. Man klärt auf. Es wachen auch immer noch Leute auf. Es ist ein langsamer Prozess. Und ich sage mal, wir laufen einen Marathon. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber du bist ja auch nicht erst, wie gesagt, seit gestern unterwegs. Und du kriegst das Ganze ja auch mit. Du hast ja auch die Beobachtung, auch, ich sag jetzt mal, im rechten Lager, ja, ich will jetzt nicht mal spalten, rechts und links, weil ich sehe das eigentlich so, es trifft uns ja alle. Ne? Ja, genau. Natürlich haben wir links und rechts. Ich meine, ich brauche jetzt gar nicht angefangen mit der Antifa-Rieger Straße. Das ist katastrophal, was da passiert, ja. Aber wir, wenn wir friedlich auf die Straße gehen, wir werden wirklich angegriffen, ja, von der Presse und hingestellt, als wären wir die ganz schlimmen Rechtsradikalen, was überhaupt nicht wahr ist, ja, sondern da stehen Mutti, Vati, Oma, Opa, sogar Kinder, Familien, alles. Und das sind die Bösen und die da oben Autos anfackeln und was weiß ich, Krawall machen, Polizisten verprügeln, das sind dann in Anführungsstrichen die Lieben. Also diese Spaltung in Deutschland ist ja nicht erst seit gestern. Und für mich ist persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Spaltung eigentlich bei den Menschen irgendwie versuchen, wieder aus dem Kopf zu bekommen, weil, wie gesagt, nochmal, es trifft uns ja alle. Ich meine, ja, alle geimpft werden, alle getestet werden, da ist es wurscht, ob du links, rechts, grün, braun, schwarz bist, ja. Und ich finde es auch gut, wenn du zum Beispiel mit Nana so eine Sache machst, weil man hat ja, jetzt mal ganz bescheuert gesagt, diese Vorurteile, ja. Ich sage jetzt mal ganz neutral, hast keine Haare auf dem Kopf, du bist ein Nazi, ja. Dieses Klischee ist ja schon immer da, ja, was ich total Bullshit finde. Und ich meine, du hast mir vorhin auch gesagt, man ist nicht immer einer Meinung, was völlig normal ist. Ich meine, das hast du selbst in Familien ja noch nicht mal. Ja. Dass du am Tisch sitzt, dass du immer einer Meinung bist. Das ist auch völlig normal. Es wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Ja? Weil, das ist ja das, was das BRD-Regime will, ne? Dass wir nur noch eine Meinung haben. Eben. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man halt eben auch, ich sag mal, die Hoffnung nicht verliert. Ja, wir haben viele gute Menschen hier. Ich weiß auch, dass die alternativen Medien immer weiter nach vorne kommen. Man muss halt eben dann auch überlegen, okay, welche Wege kann man gehen, ja, und so weiter. Für mich ist es wichtig, zum Beispiel diese Podcasts, ja, die erreichen halt eben auch, ich sag mal, Jugendliche, weil es ist jetzt so die Zeit, ne, mit der Technik, wo viele sich das anhören, weil wenn sie unterwegs sind, in Busbahn, wie auch immer. Ich persönlich mache keine Podcasts. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde es auch gut, wenn wir diese Abwechslung untereinander halt eben auch drin haben. Ich meine, du hast ja auch nicht nur diese Themen wie Impfungen und solche Sachen, sondern du hast ja auch andere Themen, die du aufgreifst. Ja, du hast auch unterschiedliche Gäste, wo du verschiedene Themen beleuchtest. Und das finde ich halt eben auch wichtig, weil diese Vielfalt unter uns meiner Meinung nach wichtig ist. Diese Aufklärung in verschiedensten Sachen. Ja, es gibt beispielsweise auch Heilpraktiker, die wundervolle Videos machen oder die dann erklären, Mensch, hier draußen in der Natur hast du das und das Gras, das kannst du essen und kannst du da und dafür nehmen. Ja, diese Aufklärungsarbeit in allen Bereichen. Und ich denke, dieses Thema Gesundheit ist in den letzten anderthalb Jahren wichtiger denn je geworden und dieses Bewusstsein auch dahin. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir so viel, ich sag mal, Müll in uns reinnehmen, ja, wo dann sich gefragt wird, Mensch, warum entstehen denn so viele Krankheiten, Allergien, schlag mich tot? Und die Leute wissen gar nicht, dass man auch eine Darmsanierung beispielsweise machen kann, ja. Mhm. Und deswegen sage ich ja, diese Vernetzung und auch diese Vielseitigkeit überhaupt
finde ich heutzutage umso wichtiger. Und deswegen bin ich dankbar um jeden, der halt eben auch Aufklärung, egal in welcher Form, betreibt. Ne? Mhm. Nee, definitiv. Und deswegen finde ich auch ganz gut, was da die Konferenz auf die Beine gestellt hat. Ja. Weil das ist ja, kann man ja schon, gut, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt tatsächlich Linke dabei mitgewirkt haben, aber schon ja auch, sage ich mal, Menschen mit Migrations... Bitte? Da sind trotzdem eine bunte Mischung, ein buntes Feld, ne? Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. Und gerade bei dem Thema, wie du schon sagst, ich sag mal, wenn die Leute, die die ganze Agenda fahren, wenn die gewinnen, dann spielt es tatsächlich keine Rolle mehr, wo du herkommst, welches politische Lager oder was für eine Abstammung du hast, ohne jetzt irgendeinen Multikulti-One-World-Quatsch jetzt da zu propagieren. Aber ich möchte mich auch weiterhin mit Linken auseinandersetzen, also geistig, ja, argumentativ. Aber ich sag mal, wenn wir alle gleichgeschaltet sind, dann hat sich das auch gegessen. Ne? Und Antifa, gut, das sind jetzt so, das ist für mich jetzt, ja, sagen zwar sind links, aber im Grunde genommen ist das für mich, sind das für mich nützliche Idioten des Regimes. Die sagen zwar, ja, wir sind antikapitalistisch und gegen das System, machen aber genau das, was das System will, nämlich die wirklichen Kritiker terrorisieren, angreifen, kaputtschlagen, mit Hämmern bearbeiten. Und wenn jetzt aber da wirklich Linke sind, die sich als links bezeichnen, es gibt ja durchaus auch Linke, die einen Heimatbegriff vertreten, dann habe ich aber auch gar kein Problem, mich mit denen zu koordinieren und gemeinsam mit denen halt eben die aktuelle Agenda anzugreifen durch bestimmte Aktionen, die der Aufklärung dienen. Ne? Also wenn ich jetzt von Angreifen spreche, da meine ich nicht mit körperlicher, physischer Gewalt, sondern ja, mit zum Beispiel so einer Kampagne, wie ich habe, diese Impfrebell-Kampagne. Und ich muss natürlich dazu sagen, ich bin ja kein Arzt, ich bin kein Genetiker, aber ich nehme für mich schon das Recht heraus, mir alternative Quellen herauszunehmen, das mal mit dem offiziell Propagierten abzugleichen und daraus meine logischen Schlüsse zu ziehen. Ja. Ja, das ist ja auch wichtig. Kann ja jeder tun, weil die Quellen sind ja auch frei zugänglich. Die Leute sollten einfach mal ja, Google einschalten, ja, und selber recherchieren. Das Problem ist aber, der Mensch da draußen ist an sich leider so faul geworden, dass man ihn alles vorgekaut in den Mund legen muss. Und selbst dann ist noch die Frage, es gibt ja solche und solche Seiten, ne? Also Internetseiten. So, und dann muss man sich fragen, ist das jetzt richtig, was da steht? Oder ist es auch wieder gefaked, ja? Und ist das Müll, was uns erzählt wird? Deswegen sage ich immer, man darf nicht sofort alles glauben, man muss eben auch die Quelle recherchieren. Und manche machen das überhaupt nicht. Die lesen die Überschrift und teilen das erstmal und lesen ja gar nicht den Inhalt, ja? Und das finde ich eben auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass die Leute da draußen wirklich sich selber erkundigen müssen auch und nachforschen müssen. Und viele, die auch schon hier unter uns sind, weiß ich, die lesen Bücher, ja, und informieren sich. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht gerne lesen, für die ist dann eben so ein Podcast vielleicht sehr interessant. Und bei der Konferenz finde ich es halt eben ganz wichtig, wir haben wirklich verschiedenste Leute drin, ja, unter anderem Fichtner ist Politiker und so weiter, wir haben Xavier drin, sehr umstrittener Sänger, oh mein Gott. aber eins finde ich eben ganz wichtig zu erwähnen, ich finde es gut, dass sie diese Vernetzung machen. Ich würde es richtig gut finden, wenn sie noch andere richtig gute Leute mit reinnehmen. Ich weiß, da gibt es noch ganz, ganz viele, die man mit reinnehmen kann, könnte, ja. Und ich denke mir, das ist ein guter Ansatz. Und ich finde es auch wichtig, dass sie halt diese Plattform schaffen. Ich meine, es gibt noch andere Vernetzungsgruppen, ja, wenn die sich alle zusammenschließen würden, wir hätten eine immense Reichweite, der Mainstream würde kotzen da draußen. Und auch jetzt hier bezüglich D-Live, mal abgesehen davon, ja, die Konferenz hat in der ersten Live-Sendung 24.000 Leute gehabt, die das gesehen haben. Das schaffen die ganzen Zocker hier im Jahr nicht, meiner Meinung nach, ja. Und da sollte doch D-Live froh sein um diesen Zulauf. Und dann passieren Sachen, ja, dass zum Beispiel Unplugged oder wie auch immer da zensiert werden und, weil irgendwas nicht passt, angeblich wegen Community-Richtlinien. Da denke ich mir, diese Zensur, ja, das ist halt eben ein riesiges Thema. Und wir wissen, Telegram haben sie auch schon auf dem Schirm. Und deswegen finde ich es gut, dass du eine Internetseite hast. Ich habe keine, aber
ich werde meine Dinge zum Beispiel auf Visi hochladen, meine Videos und alles, ja. Und habe ja auch schon eine alternative Seite, Ignorance EU und alles, wo Gap, ja, wo man nebenbei die Artikel noch teilen kann, wo man eventuell noch gesichert ist. Ja, eine Garantie auch nicht. Aber bei Visi wissen wir, okay, wer dahinter steckt, wir wissen, es ist zensurfrei. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, solche Seiten auch zu unterstützen. Und je mehr wir eben auch werden, desto größer wird ja auch diese Plattform. Und YouTube ist ja auch nicht von gestern zu heute so riesig geworden. Es hat ja auch eine Weile gedauert, ne? Mhm. Und ich meine, es ist sehr einfach für die Leute da draußen, YouTube zu bedienen. Ja, ist Gewöhnungssache. Und die Leute sind leider in Deutschland so übelst Gewöhnungstier, ja. Und das dauert eine Zeit, bin ich der Meinung, bis sich die Leute wieder umgestellt haben. Die haben irgendwann keinen Bock mehr. Aber man muss es mal von zwei Seiten sehen. Einmal von den Seiten, von unserer Seite aus. Wir sind die Macher, ja. Wir müssen gucken, wie bleiben wir präsent, wenn die Leute uns zensieren, wie zeigen wir denen jetzt, wo sie uns noch finden können. Und einmal von der anderen Seite, ja, wie machen wir es den Zuschauer am besten einfach wie möglich, ohne dass er uns ständig hinterherlaufen muss, ja? Ja, das Problem kenne ich ja auch. Ich bin auch gerade mit einem Anwalt, also mein großer YouTube-Kanal, hatte ich 12.500 Abonnenten. Der wurde ja auch gelöscht. Okay. Und da bin ich jetzt auch mit einem Anwalt dran. Erste Instanz, logischerweise verloren, hier in Bonn. Nächste wird dann in Köln sein. Ja. Ich will da jetzt auch nicht zu viel erzählen. Haben Sie dir eine Vorwarnung gegeben oder wurdest du direkt weggeknallt? Ich habe zwei Videos mit Vorwarnung. Ich habe die direkt kontaktiert, wollte wissen, welche Aussage denn gegen die Richtlinien verstößt. Ne? Ja. Weil ich kann ja nicht sagen, ich sperre dich jetzt ein, weil du ein Fahrrad geklaut hast, beweis aber nicht, dass du ein Fahrrad geklaut hast. Ja? Und ich würde halt eben, habe ich direkt gesagt, sag mir mal, welche Aussage denn strafbar ist. Kam natürlich nichts. Dritte Verwarnung kam nicht oder beziehungsweise auch nicht, das dritte Video wurde erwähnt, um das es geht, sondern direkt der Kanal gesperrt. Hab direkt Einspruch eingelegt, kam natürlich nichts zurück. Und dann über einen Anwalt, was auch meine Rechtsschutzversicherung bezahlt, weil das ist Vertragsrecht, auch vielleicht interessant für die Leute zu wissen, wenn ihr Vertragsrecht in eurer Rechtsschutzversicherung habt, die werden sich vielleicht erstmal dagegen sträuben. Aber wenn ihr das in eurer Police drinne habt und einen Anwalt, der sich damit auskennt, dann müsst ihr das bezahlen. Ne? Und das gut, das plätschert jetzt vor sich hin. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich lasse mir das aber nicht einfach so gefallen. Und selbst wenn es für die Katz war, mich kostet es kein Geld, nur vielleicht ein bisschen Zeit. Hast du da Medienanwalt, ganz kurz? Also, bist du auf Medien spezialisiert oder? Ich glaube jetzt nicht nur, der macht nicht nur Medienrecht oder ob der jetzt speziell Medienrecht ist, weiß ich nicht. Mir wurde erstmal nahegelegt von jemandem, dem man die Zulassung noch verwehrt, der sich aber sehr gut damit auskennt. Ja. Und der arbeitet halt mit meinem Anwalt halt zusammen und das läuft eigentlich ganz gut. Ne? Also es gab ein 32-seitiges Dokument von YouTube beziehungsweise von der Gegenseite. Warum denn meine Videos gelöscht wurden. Da kamen dann so Begründungen wie, ich habe das Wort Nafri verwendet, also für Nordafrikaner, was auch von der Polizei verwendet wird. Das wollte ich ja gerade sagen, das haben die doch erfunden. Ja, das ist absolut Schwachsinn. Ja. Dann stört man sich daran, dass ich von Siedlern und Besatzern spreche, obwohl ja die Migranten aufgrund von Resettlement-Programmen der EU in Europa angesiedelt werden. Das steht ja sogar im Mainstream, dass es sich um Siedlungsprogramme handelt. Also das hat man mir vorgeworfen. Und noch andere Dinge, die wir dann genauso auch mit über 30 Seiten entkräftet haben. Ich habe alles, was ich poste, immer mit Quelle, aber nicht von irgendwelchen ominösen, sondern teilweise eben auch Mainstream, um denen halt eben ganz klar zu sagen, hier, guck mal, das schreibt ihr, aber ich habe eine andere Interpretation, ja, davon. Ja. Wenn ihr das alles bejubelt und schreit, ey, super bunt, dann weise ich darauf hin, dass auf diesem Planeten nur noch 7% Weiße leben, immer weniger Deutsche, Volksdeutsche in Deutschland. Und das ist nicht bunt. Nämlich, wenn Farben verschwinden, ist es genau das Gegenteil. Ja. So. Und dann kann man mehr schlechten Strick draus drehen, wenn ich deren Quellen verwende. Ich würde mir irgendwas an den Haaren herbeiziehen. Gut, geht auch schlecht, aber jedenfalls haben wir da, ja, hier vielleicht noch, ja, genau. Haben wir das da ganz gut entkräftet und klar, die erste Instanz,
wir haben sowieso keine freie Justiz, das ist mir auch klar, so naiv bin ich nicht. Aber ich mache denen so viel Arbeit, wie es geht, so viel Sand ins Getriebe streuen, ja. Wie ich zur Verfügung habe. Und deswegen mache ich das halt eben gerne. Ich sag, und immer, jeder Versuch macht klug, ne? Ja, und ganz genau. Es gibt ja auch schon YouTuber, ne, die gewonnen haben. Und vielleicht kann man sich mit denen unterhalten, ja, und da noch Tipps holen. Ich finde es aber wichtig, halt eben auch diese Tipps weiterzugeben, ja, weil es betrifft uns ja alle. Ich meine, guck mal, mein Kanal hat 27.000 Abonnenten. Ich war schon bei fast bei 28.000. Die Abonnenten gehen runter von der Zahl her, aber ganz ehrlich, das ist mir mittlerweile scheißegal. Ich betreibe YouTube momentan gar nicht mehr, weil es einfach zu blöd ist. Ja, du steckst da Arbeit rein, du musst aufpassen, was du halt eben sagst. Und ich habe keine Lust, Katzenvideos demnächst zu drehen mit politischem Hintergrund, ja. Oder Barbie-Puppen-Videos, keine Ahnung, ne? Ist mir zu blöd. Und deswegen sage ich mir, dann gehe ich da halt eben weg. Dann haben die Leute auf gut Deutsch gesagt, Pech, entweder ziehen sie nach, ja, oder wie auch immer, es ist schade drum. Aber du weißt ja auch nicht, bei den 27.000, ja, jetzt mal im Grunde genommen, die Leute, die dich gerne gucken und die auch hinter dir stehen, wie auch immer, die folgen dir ja auch. Und dann hast du auch genug Leute dabei, ich sage jetzt mal, ja, von der anderen Seite, ja, die dich nur beobachten oder wie auch immer. Deswegen, diese Zahl 27.000 ist für mich erstmal nur eine Zahl. Klar hast du eine Reichweite bei YouTube und ein anderes Arbeit, das ist auch klar. Aber ich finde es halt eben wichtig, wenn du eine Internetseite hast selber, ja, dann ist das deins, dann ist das deine Arbeit und dann lohnt sich das auch, was du da reinsteckst und rein investierst. Genau, das war nämlich auch der Grund, warum ich die ausgebaut habe. Den Blog gibt es ja schon ewig. Ja. Aber als dann mein großer Kanal gelöscht wurde, dann hieß es dann so nach dem Motto, ja, gibt's den Frank denn überhaupt noch? Der ist ja nicht mehr auf YouTube oder wenn er auf Facebook gelöscht ist, gibt's den denn noch? Wie finde ich den denn? Ja? Ich meine, wer mich finden will, der kann das über mein Sonnenkreuznetz laden oder was weiß ich. Einfach mal Google anschmeißen, aber das ist anscheinend für viele schon zu viel des Guten. Und deswegen finde ich eben wichtig, auch für unser einer, dass wir wieder zurückgehen zu Konstanten. Und das ist eben so eine Netzseite, weil die können mich auf YouTube, also ich lade ja auch noch auf YouTube parallel hoch und auf Visi, dann ziehe ich das rüber, weil ich jede Plattform, solange es geht, eben mitnehme. Aber ich binde das ja auch in meine Netzseite ein. Das heißt, alles, was ich jemals mal produziert habe, ist auf der Seite zu finden, weil wenn YouTube löscht, dann binde ich es einfach von Visi ein. Oder meine Videos habe ich auf gegenstimme.tv, auch eine freie Plattform. Das heißt, da bin ich auch wieder ein Stück unabhängig zu diesen Plattformen, weil ich wurde auch schon überall gelöscht. Facebook, Instagram und dergleichen. Ja. Also sich darauf zu stützen. Da habe ich mal selber noch eine Frage. Gegenstimme, ne? Lese ich ja jetzt auch immer wieder, immer öfter. Was ist das für eine Plattform? Also ich weiß, du kannst Videos hochladen, aber weißt du denn, ich sag jetzt mal, wo die stecken, ob das in Deutschland ist oder woanders und wie bist du da drauf gekommen? Also ich weiß nicht, wo die sitzen. Das ist aber genauso wie dieses Visi. Das ist die gleiche Funktionsweise. Auch die ganze, das Hochladen, die ganze Optik ist genau das gleiche. Nur das gleiche System, nur von jemand anderes betrieben. Okay. Und da bin ich drauf gekommen von dem Joachim Sondern. Der ist ja auch Medienschaffender. Und der hatte mich halt eben da drauf gebracht. Und deswegen mache ich hier auch nochmal Risikospaltung. Also meine ganzen Videos gehen auf Gegenstimme hoch. Die ganzen Podcasts auf Visi, aber immer alles zu finden auf der dritteblickwinkel.com. Ja, finde ich auch super. Wie gesagt, du hast ja gerade auch Instagram angesprochen. Ich blende es mal ein, du bist auch auf Instagram noch aktiv. Wieder. Ja, ich sag ja, deswegen noch. Ne? Man weiß immer nicht, wie lange, ja. Aber bist halt eben auch auf Instagram zu finden und der Frank Krämer. Und ja, hast du auch schon ein paar schöne Abonnentenzahlen. Und ich finde es halt eben auch ganz wichtig, weil ich selber, ist es deine Tochter? Ja. Die hat ja lange Haare. Ja, ganz der Papa, ne? Ist ja Wahnsinn. Also ich meine Haare waren auch schon mal bis zum Hintern, aber so lang. Respekt, ich weiß, was das für Arbeit ist. Ja, also wie gesagt, deine Instagram-Seite, ich poste die alle mal rein. Ich nutze persönlich Instagram auch, aber hauptsächlich nur, weil ich mir das als Verteilerplattform mit ansehe.
Genau, ja, das sehe ich auch. Also alles ist gerade Facebook oder sowas. Instagram ist halt ein bisschen persönlicher, aber Facebook, da haue ich wirklich nur raus, wenn ein neuer Artikel ist, wenn ein neuer Podcast, neues Video oder unseres Ding, werde ich da bewerben oder habe ich beworben, beziehungsweise werde es dann da auch nochmal posten, wenn es hochgeladen ist als Video. Für mehr nutze ich das auch nicht. Ne? Ja. Ja, in diesem Sinne erstmal noch alle herzliche Grüße hier in den Chat. Und vor allen Dingen auch an die Mods, die hier mal nebenbei noch die Arbeit mitleisten. Da muss man, bin ich ehrlich, auch sich immer mit bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Frank, wenn du noch ein wichtiges Thema hast, was du ansprechen möchtest, dann kannst du es gerne tun. Ansonsten wollte ich dich mal fragen, deine Impfkampagne jetzt direkt, ne? Mhm. Was steckt da nochmal genau dahinter? Machst du irgendwelche Aktionen oder... Also das ist in erster Linie Informationen, die ich zur Verfügung stelle. Wenn ihr auf meine Netzseite geht, der-dritte-blickwinkel.com, da habt ihr direkt auf der Hauptseite, wenn ihr ein bisschen runter geht, habt ihr zwei Bilder. Einmal zu meinem Telegram-Kanal, einmal direkt zur Impfrebell-Kampagne. Da habe ich dann mal diese ganzen Fakten zusammengetragen, was die Sterberate angeht. Dann im Vergleich zu anderen Krankheiten. Wie ja. Eben, du hast schon angesprochen, diese Zivilisationskrankheiten, die viel mehr Opfer fordern. Dann habe ich eine ellenlange Liste mit, ich glaube, mittlerweile über 60 oder 70 Verweisen zu impfkritischen Beiträgen, weil ich sage mir, der Mainstream, der ballert uns ja tagtäglich mit seiner Pro-Impf-Kampagne zu. Und als Gegengewicht halt möchte ich auch mal auf kritische Stimmen verweisen, wo ich dann eben Professor Bakhti oder Dr. Wodak oder auch die, was ich sehr gut finde, ist von dem Dr. Füllmich, den Corona-Ausschuss habe ich verwiesen, dass man halt eben so einen Anlaufpunkt hat. Ich aktualisiere das auch in unregelmäßigen Abständen, dass man da immer wieder drauf zugreifen kann. Dann, um sowas nach außen zu tragen, gibt es auch Teehemden auf sonnenkreuz.net oder hier diese schöne Impfrebell-Tasse, ne, da kann man auch seinen Kaffee impffrei trinken. Dass du meinst man das halt dieses schöne Shirt, ne? Bitte? Du meinst zum Beispiel auch dieses schöne Shirt. Ja, ganz genau, ganz genau. Habe ich gesehen und direkt für gut befunden. Also, liebe Mädels da draußen, ne, es gibt, was jetzt müsstest du das noch im grünen Sinne gendern? Impfrebellinnen? Nein, ja, genau, mit Unterstrich und Sternchen. Ja, natürlich. Nein, aber ich finde das cool, weil hier hinten auch drauf auch nochmal steht, mein Körper, meine Entscheidung. Und genau so sehe ich das auch. Also wer das möchte, kann das natürlich gerne sich holen. Ich tue den Link auch nochmal reinstellen. Ich finde das gut, dass es sowas gibt, ganz ehrlich. Warum nicht? Ja, gehen wir ganz kurz runter, bitte, auf die Produktbeschreibung. Ich meine, da ist auch ein Verweis, da kann man sich das Flugblatt, das kann man einmal zum Selbstkostenpreis über den Netzladen bestellen oder auch kostenlos runterladen. Ja, jetzt der Flugblatt halt. Genau, könnt ihr euch als PDF runterladen. Auf der Kampagnenseite habe ich auch Fotos von Impfrebell-Aktionen. Also die kann man mir auch schicken, wenn man die Sachen irgendwo auslegt, kann man Fotos von machen, mir schicken oder sich selbst mit den Teehemden, mit den Klamotten fotografieren, um da halt so ein bisschen Leben reinzubringen und auch um zu zeigen, dass die Leute das, also ich habe allein Flugblätter wurden, glaube ich, schon 20 oder 30.000 bei mir bestellt, plus eben das, was die Leute selber ausdrucken. Und deswegen habe ich es ja auch zum kostenlosen Runterladen hochgestellt mit 1 mm Beschnitt, ne? Fett gedruckt, dann mal die Zahlen, die Prozente. Ja. Was das ausmacht in den Altersgruppen. Und genau, soll sich jeder bedienen. Er kann es verbreiten. Ich weiß auch, dass das schon sehr gute auch in den Mainstream geschafft hat. Ich habe dann mehrere auch impfkritische Gruppen und Vereine angeschrieben. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, ne? Dass hier wirklich die dramatischen Zahlen, ja, und wirklich mit reingenommen hast und dann eben in diese Prozente umgewandelt hast. Ich meine, hier steht. Die Zahlen sind dramatisch, aber nicht auf die kommunizierte Art und Weise, um Panik zu schüren. Das generell ist der Fall. Es ist dramatisch, wenn wegen 5 in Klammern 0,0011% der Altersgruppe mutmaßlich an Covid-19 gestorbene Kleinkinder 0 bis 5 Jahre bundesweit in Kindertagesstätten geschlossen werden. Und da gebe ich dir absolut recht.
diese Zahlen, ja, wenn man die sich vor Augen führt, das ist ja wieder was ganz anderes wie das, was der Mainstream da draußen dir vor Augen hält. Ne? Mhm. Das ist ja jetzt wie auf der Wetterlandkarte, wenn sie mit einmal unser Wetterkarte einblenden und du hast nur noch knallroten Hintergrund, ja. Früher war die Karte schön, schön bunt, ne, grün und blau und hast mit den Zahlen. Heute ist gleich alles blutrot, ja, wie wenn ein Vulkan gleich ausbricht. Also von daher Wahnsinn. Und ich finde es gut im Allgemeinen, dass du das machst, weil, wie gesagt, nochmal, ich bin froh und dankbar über jede Art und Weise, die es gibt im Widerstand. Ja, Flugblätter sind was Wichtiges. Mhm. Und ihr könnt ja alle da draußen auch kreativ und aktiv sein und werden. Und solche Sachen, finde ich, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja. Hm. Und vielleicht gibt es da draußen Leute, denen fällt noch was Besseres ein, dann sollen sie es besser machen. Ne? Gerne, aber gerne. Das, was schon da ist, halt eben auch nutzen. Und diese Aufklärung ist meiner Meinung nach das A und O. Und wenn du solche Impfblätter zum Beispiel nimmst, also Flugblätter, und legst die jetzt in den Kindergarten aus, mal nebenbei bemerkt, ja. Oder du hast ja auch beispielsweise im Rewe, ne, die Wand, wo dann immer die Zettel dranhängen zu verkaufen oder so, ein Haus da mal so ein Stapel hin. Es gibt wirklich den einen oder anderen, der vielleicht das da mitnimmt. Hm. Ja, mir hat zum Beispiel auch jemand Bilder geschickt, der war in irgendeiner Kirche und hat das da bei diesen ganzen Werbedingern für ja. Jesus. Klar, warum nicht? Ne? Überall, okay. Wo es geht. Ne? Und was ich halt eben auch wichtig finde oder was ich den Leuten auch noch so zum Schluss mitgeben würde, wäre halt durch diese ganze, wie es sich nennt, auf Englisch natürlich Social Distancing, also diese totale Vereinsamung, das aufzubrechen. Ich habe ja hier noch vor Ort eine Gruppe, den Freundeskreis Rhein-Sieg, den hatte ich mal 2015 gestartet, habe dann mal auf Facebook gepostet, hier, wer kommt aus dem Rhein-Sieg-Kreis und ist mit der Massenanwanderung unzufrieden, weil ich eben festgestellt habe, dass viele Menschen nebeneinander herlaufen, sich nicht kennen, aber gleich denken und jeder fühlt oder denkt, er wäre alleine. Ja. Und da hatten wir auch jetzt eine schöne Wanderung gemacht zum Siebengebirge. Wir waren knapp 40 Leute. Cool. Auch die kamen von ein bisschen weiter weg, Gäste. Und ja, und danach haben sich nochmal alle voll bedankt. Super Tag gewesen, ne? Und die Leute sich halt eben austauschen, kennenlernen. Das ist eben auch das Wichtige, dass immer neue Leute dazukommen. Ja. Ne? Dass man eben sieht, dass man, ey, keine Ahnung, im Nachbardorf kommt der und der. Super, lernt man sich mal kennen. Ne? Also dieses Regionale finde ich immer auch sehr wichtig, dass man, klar, ich kenne auch Leute aus Sachsen, ich kenne Leute aus Thüringen, ne? Ich kenne Leute aus Berlin, aber für mich ist ja erstmal hier der Rhein-Sieg-Kreis wichtig. Ja. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg hier, diese Vernetzungsarbeit auch voranzubringen. Ich stehe gerade, ich komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis, zufällig, der Martin. Ja, da kannst du mich gerne mal anschreiben unter sonnenkreuz@web.de und da kann ich dich gerne mal einladen. Genau. Also das finde ich auch gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich war ja jetzt auch zum Beispiel auf dem Brocken unterwegs. Ich werde noch nicht verraten, mit wem, aber auch einen bekannten Menschen aus Sachsen und hat super viel Spaß gemacht. Und ich merke immer wieder, dass es auch immer wieder zu dem Thema kommt, ich sage es mal, Zuschauertreffen, anders kann ich es jetzt gerade nicht nennen, ja, fällt mir nichts zu ein spontan. Weil es kommen immer wieder neue Leute dazu und viele Leute wollen halt auch immer wissen, ey, wer ist denn die überhaupt, ne? So, und die kenne ich eigentlich nur vom Bildschirm und es ist was ganz anderes, wenn du mit denen da draußen ein bisschen unterwegs bist. Deswegen, also ich kann jetzt schon sagen, es wird definitiv auch nochmal Treffen geben dieses Jahr, wo man einfach mal was anderes macht, ja, zum Beispiel in die Natur gehen und auch einfach vielleicht mal das Thema Politik sein lässt. Und mal den Tag genießt, ja? Ja, das ist auch wichtig. Und weil du bist ja nur noch, du hörst ja nur noch Corona, Impfung, ja? Du hast ja gar nichts anderes mehr irgendwo. Und das finde ich halt eben auch schlimm. Und ich muss dir eins sagen, es war schön, auf dem Brocken zu sehen, ganz, ganz viele Menschen da oben ohne Maulkorb, ja? Aber die Bahnfahrt da hoch war eine Katastrophe. Du glaubst gar nicht, nur Frauen, ne, Kontrolleure, und Security-Frauen. Und dann laufen die wirklich alle 10 Minuten, Viertelstunde an dir vorbei. Und du stehst draußen auf der Bahn draußen, ja, also auf dem Waggon.
So, kannst ja draußen stehen oder drinnen sitzen. Und wir haben draußen gestanden. Und dann kommen die ständig da vorbei, Maske auf, Maske auf. Meine Antwort war irgendwann, Alter, wir haben die Inzidenz von 0, ich bin an der freien Luft, warum soll ich die Maske über die Nase ziehen? Ich stehe hier draußen mit meinem Mann. Ja, so, und da hatte ich mit der tatsächlich eine Diskussion, unter anderem habe ich ihr erklärt, ne, ich sage, ich bin ja jetzt in anderen Umständen, ich sage, wenn ich den Lappen jetzt aufsetze, ich sage, über eine gewisse Zeit, ich sage, kriege ich schwer Luft, ich sage, wenn ich jetzt umkippe, was machen Sie denn dann? Ja, dann ist das so. Ich sage, machen Sie erste Hilfe. Ja, ja, also sie würde auch dann erste Hilfe machen, wenn es sein muss, aber sie hat einen Vorschuss von oben. Denke ich mir, wenn du diese Lemminge alleine, ja, Vorschrift von oben, der Christus kotzen. Das Geile ist, wenn du aus dem Zug verlässt und gehst runter auf den Bahnsteig, da ist Corona vorbei, da brauchst du nämlich keine Maske. Ja, ja, da. Also böser Corona-Zug, ja, nur mal so nebenbei. Wahrscheinlich kommt daher die Delta-Variante aus dem Harz von den abgestorbenen Bäumen oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist unglaublich, weißt du? Und ich denke mir so, wie lange wollen die Leute dieses Spiel denn noch mitspielen, ja? Und dann siehst du Kinder, das ist eigentlich das schlimmste Bild überhaupt für mich persönlich, die Kinder, die da mit einer FFP2 manchmal schon, ja, rumgetragen werden, wo ich mir denke, Leute, was tut ihr gerade eurem Kind an, ja? Ja. Da, wo noch nicht mal eine gebraucht wird. Und ja, und das ist das, was ich sage, die haben irgendwann eine an der Klatsche, ne? Also entweder total die Virophobie und dann auch Angst vor anderen Menschen, weil sie sich da irgendwas holen können, ne? Ja, aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, es ist ein ewiges Thema und das ist noch lange, lange nicht vorbei. Und wenn ich höre, was die alles schon wieder planen mit Herbst und so, ja, ich meine, ohne dass wir jetzt ein Verschwörungstheoretiker sind oder sonstigen Kack, wenn du mal eins und eins zusammenzählst, war das doch schon klar, dass sie jetzt lockern, ja, Brot und Spiele, EM, alles läuft super, die Leute können feiern, da interessiert kein Abstand, Maske, aber die Kinder müssen in der Schule weiterhin damit rumlaufen, ne? Und auf der anderen Seite, was halt eben auf uns zurollt, nach dem ganzen schönen Sommer auch, ne? Sommerferien vorbei. Wahlen sind ja auch, ne? Da kann man ja eben weiterlaufen, ne? Und natürlich ist es in meinen Augen so, die Regierung macht das schon geschickt, ja? Sie geben dem Volk jetzt schön Zucker, umschleimen die schön, damit halt der ein oder andere sagt, ach, die sind ja doch nicht so schlimm, Ja, genau. Ja, schick. So, ach, die kann man ja doch noch wählen, so ungefähr, ne? Ja, und dann kommt der große Hammer um die Ecke. Und ich verstehe es einfach nicht. Also, das geht in meinen Kopf nicht rein, ja, dass die Leute sich so blenden lassen. Und ja, Menschen sind halt so. Das war auch nie anders und das ist wahrscheinlich auch überall auf der Welt so. Das ist nun mal menschlich und unsere Gegner wissen natürlich, wie die menschliche Psyche funktioniert. Genauso wie du gesagt hast, dieses Irrationale. Da gab es mal diese schönen Experimente. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von diesem Salomon Asch. Ich glaube, 60er oder 70er. Da gab es quasi, muss ich dir vorstellen, da ist eine Gruppe von 20 oder 30 Personen. Einer ist nicht eingeweiht. So, und dann hast du eine Tafel mit drei Strichen, die sind unterschiedlich lang. Ja. Ein schmaler, ein etwas längerer und ein ganz langer. Oder nicht schmal, sondern kurz. Und dann sollen die Leute abstimmen, was ist der längste? Was natürlich total offensichtlich ist. Nur alle, die in das Projekt eingeweiht sind, wählen nicht den längsten, sondern die anderen. Okay. Und der eine, der das Versuchskaninchen ist, da wird dann geguckt, ändert er dann seine Meinung Richtung Mehrheitsmeinung, um nicht aufzufallen oder um mich anzuecken? Oder bleibt er bei seinen, ey, wieso, ihr seid doch alle doof, das ist der längste Strich. Und über 70% haben dann ihre Meinung, obwohl sie wussten, dass es falsch ist, haben sich dann die Mehrheitsmeinung zu eigen gemacht. Und das ist nun mal eben die menschliche Natur, ne? Und wir gehören dann eben zu den Prozent, zu der Minderheit, wir sind eine Minderheit, die das eben, dieses Spielchen nicht mitspielen, die sagen, pass mal auf, ihr könnt alle sagen, das ist der längste, für mich ist das der kürzeste, ich sehe ganz einfach, ich hole einen Maßstab, das ist der längste Strich, ja, und egal was ihr sagt, ich bleibe bei meiner Meinung. Und auf diese Leute kommt es dann im Endeffekt auch an. Ja, eben, und sehe ich genauso, ja, aber interessantes Spiel, also habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, ja, aber da sieht man halt eben wirklich, wie man die Leute ja verarschen kann, ja. Oder ich sag mal so, wenn du von Anfang an lernst, der Baum ist blau, jetzt mal ganz bescheuert gesagt,
dann glaubst du dann natürlich auch, dass der Baum blau ist. Und wenn unsere Kinder jetzt lernen, von Anfang an Abstand halten, das ist gut so. Ja, ja, ganz ich genau. Meine, wo endet das denn? Ja, früher hieß es Umarmung, wir brauchen Liebe und das ist immer noch so. Ja, jetzt nicht. Heutzutage ist es so, wenn die Kinder sich in der Schule wieder treffen, ja, kommen die Lehrer gleich dazwischen, Abstand halten, wo ich mir denke, oh mein Gott, was ist denn da jetzt verkehrt bei deinem Kopf? Ja, und das ist das Schlimme, was ich nicht verstehen kann, warum die alle so in diesem, ich sag mal, System eingefangen sind und das mitspielen. Ja, ich meine, die haben doch eigentlich, man geht davon aus, irgendwo ein bisschen Verstand. Ja, also ich rede jetzt wirklich von den Lehrern und Erziehern. Ich meine, die haben es ja irgendwann mal gelernt. Ja, ja, aber da hängen ja wieder Karrieren dran. Ne? Da hängen Karrieren dran, da hängt ein Beruf dran, Geld verdienen, ne? Und die Leute sind erpressbar. Genau das ist das Problem. Diese Scheißkohle, ja. Alle sind abhängig vom Geld, ja. Alle sind abhängig, weil sie haben natürlich ihre Rechnung zu bezahlen, ja, Kredite, wie auch immer. Und ich denke mir, wie lange wollen die das denn noch mitspielen? Ja, und vor allem, wie weit gehen die eigentlich? Ne? Mich würde es mal echt interessieren, so grauenvoll das jetzt klingt, wenn die ersten Kinder in den Schulen wirklich, ich sag jetzt mal, umkippen und irgendwelche Sachen da erleben, ja, wie weit gehen die denn mit? Und ich habe Kinder gesehen, die haben Maske getragen, die hatten dann tatsächlich auch blaue Lippen. Ja, und trotzdem machen die Eltern den ganzen Scheiß weiterhin mit. Und ich denke mir, warum? Da sage ich mir ganz ehrlich, das ist für mich Kindeswohlgefährdung. Ja, und warum geht da keiner gegen vor? Aber gegen Menschen, die, ich sage jetzt mal, so handeln wie ich, ja, die meiner Meinung nach ihr Kind schützt vor dem Ganzen und sagt, pass auf, ich schicke dich jetzt erstmal in die Schule, weil Maskenpflicht im Unterricht ist, Testung ohne Ende. Du kannst dich auf gewisse Sachen berufen, ja, habe ich gemacht, habe die Kinder erstmal rausgelassen. Da musst du alle 2 Wochen, solange wie die Thüringer Verordnung eben lief, immer neue Anträge stellen, machst es nicht, haben die Kinder Fehltage, hast du gewisse Anzahl an Fehltagen, würden sie eventuell das Jugendamt schicken, ja. So denke ich mir, wow, läuft hier bei uns im Land, ja. Und wenn ja, jeder hat so eine andere Schmerzgrenze, ne, und wir können nur hoffen, dass die Schmerzgrenze bei den einzelnen Leuten bald erreicht ist. Wahnsinn. Und deswegen, ich bin wirklich froh, dass es dann halt eben auch Menschen wie dich gibt, die das Ganze in Musik eben umpacken, weil Musik erreicht die Leute ja nochmal anders. Und ich meine, unsere Jugend ist ja heute auch schon ein bisschen versaut, ja. Und versaut in dem Sinne, sie konsumieren einfach, was weiß ich, Rap, der einfach nur hohl ist, ja. Jetzt wissen sie auch nicht mehr, was sie machen sollen, es ist ja alles zu, ja, alles wurde eben verbaut. Und da ist halt eben die Frage, wo geht die Reise hin? Und ich weiß, da gibt es auch schon wieder Leute oder Jugendliche, die kriegen das alles schon mit. Ja, mit denen unterhalte ich mich auch nebenbei und die klären wir auf. Ne? Und da gibt es halt wieder welche, die sind noch nicht so weit. Aber ich denke mir, dass diese Plattformen wie TikTok und auch andere Jugendplattformen, wenn man da auch drauf geht und das mit einbezieht, ja, dass man sie da vielleicht noch kriegt und auch erreichen kann. Ich weiß, dass schon einige drauf sind und auch das Fokussieren finde ich gut, ja. Sogar auf die Leute sind mittlerweile auf TikTok drauf und machen ihre Videos, ja. Ich finde das gut, weil sie erreichen damit die Jugend, ja. Ja, definitiv, definitiv. Und man muss eben schauen, okay, wie kriegt man die jetzt? Weil das ist ja unsere Zukunft. Und ich versuche auch mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Ich versuche sie auch mehr oder weniger ja, auf den richtigen Weg zu bringen. Aber wenn ich von der Elternteil dann höre, naja, Kind testen ist ja nicht so schlimm, dann denke ich mir, findest du gerade und hast du das mal hinterfragt? Ja? Und das Schlimmste, was ich eigentlich finde, ist, aus meiner letzten Zeit Erfahrung so, viele Eltern geben ihr Kind ab, damit sie zu Hause ihre Ruhe haben. Ja. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Da frage ich mich, wozu haben die denn Kinder bekommen? Ja, ja. Wenn die ja, auch das so nervig sind. Ja? Das ist eine Zeit, in der wir leben. Ich begreife manche Sachen echt nicht. Es ist mir zu hoch. Es ist mir echt zu hoch. Ja, und deswegen ist halt, deswegen ist es eben auch so wichtig, was man selber für ein Umfeld hat. Ne? Also ich finde schon, dass man Sozialhygiene betreiben sollte und dass man wirklich auch keine Energievampire, nenne ich es mal, an sich ranlässt, die einen nur mit entweder mit Zweifeln, mit Negativität oder eben mit diesem totalen Systemkonformismus nerven und die Zeit rauben, sondern dass man halt eben
ja, Gleichgesinnte findet und Gemeinschaft halt eben lebt. Ne? Ja, genau. Und ich denke mir, das war auch jetzt nochmal ein guter Satz, die Gemeinschaft halt eben leben. Man hat nicht viele Menschen mehr um sich drum herum, weil viele kapseln sich halt eben ab. Was, du bist nicht geimpft, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Was, du lässt dich nicht testen, nee, jetzt bist du, jetzt geht's mal gar nicht mehr, ne, Abstand. Es gibt, das habe ich alles erlebt. Und ich denke mir so, okay, die Spreu trennt sich vom Weizen. Und ich nenne das natürliche Auslese oder gesteuerte Auslese, kann man sehen, wenn man will. Oder am besten noch Intelligenztest, ja. Also wer im Freibad mit einer Maske rumläuft, dem ist nicht mehr zu helfen. Durchgefallen. Und Wahnsinn. Ja, ich sage immer, Intelligenztest nicht bestanden, ja. Das sind so meine momentanen Sprüche, die ich so drauf habe. Man kann da wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Und man sieht Gott sei Dank aber auch viele, die halt eben das dann nicht mitmachen, ja. Die da wirklich frei rumlaufen und auch, egal ob das der Eingang ist oder jetzt am Kiosk, ja, die, wo du eigentlich Maske tragen sollst, eben nicht die Maske aufsetzen. Und da muss ich sagen, das finde ich gut. Da denke ich mir, oh, es gibt doch noch Hoffnung, ja? Aber naja, das sind eben auch die Menschen, die das mitmachen, die musst du dir einfach mal genau anschauen. Ja, dann denke ich mir manchmal, okay, jetzt ist alles klar, ne? Ohne den Vorurteil eigentlich zu haben, aber dann denke ich mir, okay, wie könnte man die Leute vielleicht noch erreichen oder aufwecken? Ich habe ja keine Lust, die ständig dann anzusprechen und sagen, hier, warum trägst du eigentlich Maske? Da wäre ich den ganzen Tag dann beschäftigt. Ne? Musst du wahrscheinlich auch gar nicht. Musst du wahrscheinlich gar nicht, weil das sind nämlich solche Leute, sobald die Stimmung kippt und wir sagen, Maske aus oder dass wir das offizielle Narrativ, rennen die auch da hinterher. Das ist so diese Manövriermasse, das ist eben die Masse der Menschen. Und ich sage immer, ich vergleiche das immer mit so einem Gefäß. Ja, der Mainstream tut dann irgendwas rein. Und das, und so sind die dann, ne? Und mal angenommen, es gäbe vielleicht irgendwann mal einen Umschwung, dann kriegen die quasi die aktuellen Inhalte, die vielleicht von uns lebensbejahenden Inhalte, und dann funktionieren die auch so. Und das ist nun mal leider so, ja. Also ich habe ja noch oft auf Twitter mal die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von Schwarmintelligenz? Ja, also das ist halt diese totale Schwarmdumm. Was kam da als Antwort? Ach, da haben viele, da kam einiges. Das meiste war dann eben diese Schwarmdummheit oder Herdendummheit. Ne? Und das ist tatsächlich so. Ne? Das kennt man ja von Le Bon, Psychologie der Massen. Das ist egal, ob wir hatten ja schon gesagt, das sind schlaue Leute, Ärzte, Lehrer. Das ist vollkommen egal, ob jetzt nach diesen Prinzipien Ärzte und Akademiker begutachtet werden oder Bauern oder einfache Arbeiter. Das sind immer psychologische Hebel, die umgelegt werden, und deswegen funktioniert das auch so, alles auf einer bestimmten anderen Ebene, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Und deswegen sage ich mal, lasse ich mich auch nicht so runterziehen oder ich werfe nicht so den Fokus auf jeden einzelnen Deppen, der draußen rumrennt. Ich weiß halt eben, wie die Natur des Menschen ist, und deswegen kann ich auch auf diesem Gebiet nicht enttäuscht werden. Und ich glaube mal, das kann ich auch mit den anderen Leuten mitnehmen, sich eben nicht runterziehen zu lassen durch so diese Verhaltensweisen der anderen Menschen. Denn sie funktionieren nun mal so, weil es eben Menschen sind, und unsere Gegner, wie schon gesagt, wissen, welche Hebel sie ziehen müssen, damit die Menschen so funktionieren. Das ist Werbung, das ist Marketing. Das funktioniert halt eben so, und deswegen keine Überraschung, ne? Man züchtet ja auf gut Deutsch gesagt so ein, ich sage jetzt mal, Dummvolk ran, weil sich das natürlich besser lenken lässt. Ja, klar, durchaus. Und die Eltern, die jetzt wirklich, ich sag mal, die Zeit lang miterlebt haben mit ihren Kindern zusammen zu Hause und die sich angeschaut haben, was unsere Kinder momentan lernen, allgemein, ja, da sitze ich teilweise da, fasse mich vom Kopf und denke mir, okay, das ist jetzt lebensnotwendig, das ist jetzt gerade wichtig. Und vor allem, wenn du siehst, wie durcheinander die teilweise auch lernen, ja, wo man sagt, das ist doch eigentlich unlogisch jetzt, aber es wird durcheinander alles beigebracht, ja, alles kreuzt der Quere, und dann denke ich mir, ist es denn jetzt gewollt, dass das Kind total durcheinander ist und ich sag mal, den Stoff vielleicht nicht gut lernt, sondern nur halb gut, ja, dadurch, ich sag jetzt mal, im Durchschnitt ist, und zum Schluss, was ich mit einem Dreier-, Viererzeugnis nach Hause komme, jetzt mal übertrieben gesehen, ja, und auch die Zeit jetzt allgemein durch Corona in der Schule. Wir haben mehrere Rückstufungen, weil die Kinder logischerweise das alles gar nicht geschafft haben. Ja, zu lernen, es ist schwierig gefallen, wie auch immer. Und und wenn du dann aber mitkriegst, ja, Rückstufung ist schon so eine Sache an sich, wird nicht gern gesehen von Direktoren, weil sie wollen die Kinder ja mitziehen.
Auf der anderen Seite, die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, denen wird es jetzt momentan einfacher gemacht mit noch ein Jahr zurückstellen, ja. Also man, da sieht man auch so eine Bewegung drin, weil ganz ehrlich, bei uns die Schule, wir haben Platzmangel, ja, Lehrer fallen weg durch Krankheit, die einer hat jetzt Krebs bekommen und so, ja, und du hast gar nicht diesen Nachschub an Lehrern. Und wenn du dann siehst, teilweise, was an neuen Lehrern kommt, da sind welche, die sind so alt wie ich, ja, also Mitte 30, und die sind aber sowas von, ich sage jetzt mal wirklich bescheuert im Kopf, ja, die fahren voll die Grünschiene und hauen den Kindern dann Sachen an den Kopf, wo ich mir denke, mein Gott, das kannst du doch dem Kind jetzt so nicht sagen, ja. Den ist aber alles scheißegal. Da wird gesagt, entweder das Kind zieht mit und kommt mit oder es bleibt auf der Strecke und bleibt liegen. Dann denke ich mir, jawohl, was für eine Motivation für die Kinder, ja. Und diese Zeit halt, in der wir da leben oder in der wir jetzt uns gerade befinden, die ist eigentlich ja sehr, sehr spannend. Und ich habe das mit dem Skokan zum Beispiel gehabt. Der war ja in Indien unterwegs, ne. Der hat in Indien unsere deutsche Geschichte erstmal gelehrt bekommen, weil die wir, auf gut Deutsch gesagt, total falsch gelehrt bekommen. So, das weißt du ja als Schüler gar nicht. Du glaubst erstmal den Geschichtslehrer, den Müll. Nein, ja? Natürlich, ja. So, und gut, ich bin Mädchen, mich hat das früher nie interessiert, Geschichte, was war das, ne? So, aber es gibt ja wirklich, ich sag mal, unsere Jungs waren immer besser, ne? Und die interessiert das dann und die nehmen das so für sich mit. Und gut, du hast das jetzt irgendwo so gehört und Intus und manche beschäftigen sich dann noch mehr damit, ja, und merken eigentlich, Moment mal, hier gibt es aber Ungereimtheiten, was stimmt denn nun, ja, und da halt eben schon diese Wahrheit abzuwägen, was stimmt denn nun, was stimmt nicht, das ist ja, das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Ja, und das ist halt eben auf allen Ebenen des Lebens, diese Indoktrination, ne? Von klein auf, Geschichte wird verfälscht oder du wirst sowieso immer als Schuldiger hingestellt, allein schon wegen deiner Hautfarbe, ne? Kritisches Weißsein, gibt's ja jetzt auch Studiengänge, glaube ich sogar, halt diese ganze, ja, dass du als Weißer ja schon von Geburt an, also Rassen gibt's ja gar nicht, wissen wir ja, ne? Deswegen finde ich es immer interessant, wie kann es ein kritisches Weißsein geben? Ist ja auch wieder Rassismus oder allein schon der Terminus alte weiße Männer. Das ist ja Sexismus, Rassismus und ich glaube Ageismus nennt sich das. Also Menschen wegen ihres Alters diskriminieren. Das ist alles in Ordnung. Warum spricht man nicht mal über alte jüdische Männer, wie zum Beispiel George Soros, ja, der sein Geld gemacht hat, indem er Wirtschaften kaputt gemacht hat und jetzt Menschenhandel im großen Stil betreibt? Oder warum reden wir nicht über alte schwarze Männer, die als Staatenchefs in Afrika dafür sorgen, für Überbevölkerung, für Korruption, dass das Land ausgeplündert wird, dass dort keine vernünftige Landwirtschaft betrieben wird. Ja, das wäre dann alles wieder Rassismus, aber alte weiße Männer ist vollkommen in Ordnung. Es ist immer eine Darlegungssache. Ne? Mhm. Und ich sag mal, wir sind jung und es gibt alte Menschen. So, und an dem Wort alt, finde ich, ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja, ich meine, wir altern ja alle mal. Ja? Ja, so, und ganz ehrlich, es ist da auch normal, dass wir auf der Welt unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Rassen, Hautfarben haben. Das ist nun mal so. Ist doch gut so. Das ist nun mal unsere Welt, unsere Erde, ja. So, und da kannst du meiner Meinung nach nicht hingehen und sagen, das ist aber nicht so und das ist so, ja. Wer legt denn das fest? Ja. Mhm. Ich meine, wer hat denn uns mal gefragt, pass auf, Lilly, du wirst in Deutschland geboren oder Frank, du wirst in Deutschland geboren, wir hätten auch in Afrika oder sonst wo geboren werden können, wären dann vielleicht schwarz oder wie auch immer, ja, deswegen, nur weil du jetzt, was ich weiß, schwarz, grün, blau, gelb bist, heißt es ja dann lange nicht, dass du ein scheiß Mensch bist, ne? Ich sage, nee, Menschen sind wir alle, logisch, aber ich sag mal so, das mit diesem Zufallsprinzip sehe ich ein bisschen anders. Ja. Weil ich sag schon, wir sind alle so die logische Konsequenz, die biologische Konsequenz aus der Vereinigung von Vater und Mutter und tragen eben deren Gene in uns auch von unseren Ahnen. Ja, ganz genau, ne? Und aber ich sag ja eben, das versuche ich ja auch mit meinem Projekt mit dem Nana darzustellen. Ich sage ja nicht, nur weil einer eine andere Hautfarbe ist, er ein schlechterer Mensch. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ja. Es geht ja auch nicht, Hass auf andere zu säen, sondern einfach mal die Liebe zum eigenen, so wie es bei anderen Ländern vollkommen normal ist. Also ich kriege zum Beispiel auch sehr viel positive Rückmeldung von anderen Migranten, die auch, die in Deutschland leben, sagen auch, ja, pass auf, ich mag für dich vielleicht jetzt kein Deutscher sein. Ich mache ja noch den Unterschied zwischen Volksdeutscher und
Staatsangehörigkeit, also, ne? Ja. Und aber die geben mir dann auch durchaus recht mit dem, was ich sage. Ne? Also es gibt ja auch Migranten, deren Eltern hier hingekommen sind, um eben diese ganzen Unzulänglichkeiten, sage ich mal, ihrer Kultur in der Heimat zu lassen. Und wenn die jetzt sehen, dass das alles hinterher folgt, dann fragen die sich auch, ja, wofür sind wir denn hier hingekommen, wenn es hier dann genauso aussieht wie in dem Land, aus dem wir ausgewandert sind. Ne? Ja. Sehe ich ja ähnlich. Also ich habe immer das folgende Beispiel im Kopf. Stell mir mal vor, wenn wir jetzt einfach mal ein muslimisches Land gehen als Beispiel, ja, und wir würden da jetzt eine Kirche errichten. Die würden gar nicht so weit kommen, ja. Die würden sagen, ihr habt es doch nicht alle auf dem Schrank, ja, haut ab, ne? Das ist unser Land, hier ganz kleine Kirchen gebaut, Punkt. Andersrum, in Deutschland ist das alles völlig normal, dass hier Moscheen reingebaut werden und alles hierher getragen wird. Ich sehe das auch von der Seite her so. Jedes Land hat nun mal seine Kultur, seine Werte und die sollten wir halt eben auch in uns tragen und behalten. So. Genau. Und jeder, der eben herkommt, hat sich anzupassen. Es ist so, wenn ich in ein anderes Ausland gehe, Ungarn, scheißer Geier, wo, ja, dann muss ich auch mich anpassen, ja. So. Und deswegen, ich sage auch ganz persönlich, ein Nationalstolz zu haben, ist kein Verbrechen. Ich sage, Heimatliebe ist kein Verbrechen. Wenn ich doch mein Land, wo ich geboren worden bin, schätze und liebe und das ausspreche, bin ich doch kein Nazi. Und wenn ich jetzt eine Deutschlandfahne hochhalte, weil ich halt stolz auf mein Land bin, ja, dann ist das so. Aber das ist ja in Deutschland schon alles verboten. Und quasi, und wenn eine EM jetzt ist, dann ist es mit einmal wieder erlaubt, eine Fahne hochzuhalten. Ich sage jetzt mal, es ist völlig wurscht, gerade welche Farbe, ja. Aber dann stehst du halt da und denkst dir, okay, also jetzt ist es erlaubt, dann ist es verboten. Unsere Nationalhymne, sei es dahingestellt, ja, ich sage jetzt mal auch ganz bescheuert gesagt, dritte Strophe oder ersten zwei, da sind gar nicht mehr erwünscht, ja, dritte darfst du singen, wie auch immer, alles dieses coole Mudel. Wir haben sie damals gelernt in der Schule, ja, und da war es auch nicht weiter tragisch und schlimm. Und ich finde es halt eben extrem, wie die Zeit sich halt eben auch dahingehend geändert hat. Und wenn du nach Ungarn gehst, Italien gehst oder irgendwelche anderen Länder, die haben ihren Nationalstolz. Da hängt jedes Jahr 24 Stunden am Tag die Fahne draußen. Da sagt keiner, ey, das geht jetzt aber nicht. Ne? Nur in Deutschland geht das. So, und das ist, ich habe auch genug Ausländer, mit denen ich gesprochen habe schon, die sagen, Mensch, wo ist denn euer Nationalstolz hin? Teilweise. Das hat ja auch was mit Selbstachtung zu tun. Ich finde es auch nicht schlimm, das einfach mal auszusprechen, weil ich sehe mich nicht als Nazi oder rechts, wenn ich das anspreche. Für mich ist das normal, das gehört doch zu unserer Kultur. Ja, und ich finde es schlimm, dass das halt eben so unterdrückt wird, dass unsere Kultur, wir haben in Deutschland eigentlich eine richtig geile Kultur, dass das halt eben so unterdrückt wird. Und deswegen bin ich ja auch dafür, dieses Thema Musik, Kultur und so, ja, wieder halt eben auch nach oben zu bringen. Und wir haben viele gute Musiker da draußen. Und es ist wichtig, meiner Meinung nach, auch Deutsch zu singen, damit wir als Deutsche den Text verstehen. Was ja, genau. Wenn jetzt alle Englisch singen, es hört sich geil an, aber du hinterfragst den Text nicht. Du kennst den Text nur, weil Englisch ist. Du übersetzt ja nicht sofort ins Deutsche. Und deswegen finde ich auch ganz spannend. Ich habe am Mittwoch den Schweizer hier, den Martin McKay, der hat viel auf Englisch gesungen und hat jetzt sein erstes Lied Schwitzwach auf Schweizerdeutsch gesungen. Er hat davor riesen Schiss gehabt, weil ich wusste, wie es ankommt. Aber er hat so eine positive Resonanz darauf bekommen. Und die Geschichte dazu ist eben halt auch nochmal sehr interessant. Und ich sage mir, ja, wir haben unsere eigene Muttersprache, das ist nun mal so, es ist Deutsch und die sollten wir halt eben auch benutzen und beherrschen, ja, und eben auch weitergeben. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, darüber auch offen zu reden, ja, und da können die Leute auch denken, was sie wollen von mir. Das ist ja nichts Verwerfliches, meiner Meinung nach. In Frankreich gibt es mittlerweile eine Quote, die erfüllt werden muss mit französischsprachiger Musik. Ja? Und als Musiker kann ich auch nur sagen, mit keiner anderen Sprache als der Muttersprache kann ich mich am besten ausdrücken. Ich habe mit Halgadom damals, 1999, hatte ich zwei Lieder mal in Englisch gemacht, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil im Englischen klingt ja jeder Schrott gut. Und wenn du dann so bestimmte Klischee-Lieder hast, die würden in Deutsch furchtbar klingen. Ne? Pagan Warrior allein schon der Name. Das musste ich in Englisch machen. Ja. Aber ansonsten natürlich, klar, es ist für mich natürlich logisch, dass ich in meiner Heimatsprache spreche. Ne? Und was du eben sagtest, so was in Deutschland halt immer im Gegensatz zu anderen Ländern halt eben dieser Sonderweg ist,
Ich finde ja, dass wir gar keine richtige Streitkultur mehr haben. Man wird direkt mit Hass konfrontiert. Das wäre genauso, wenn ich sagen würde, ey, du hast Kinder, du liebst deine Kinder, hast du deswegen meine Tochter? Ja, natürlich nicht. Ja, und genauso ist es mit meinem Land und mit meiner Kultur, mit meiner Sprache. Nur weil ich meine Kultur, mein Land und meine Heimat liebe, heißt es doch nicht daraus, dass ich andere Länder hasse. Ich habe Lieblingsfarbe lila. Heißt das deswegen, dass ich alles hasse, was blau ist? Ja, siehst du. Ja. Nee, das ist ja das, weißt du, aber das ist ja das Schlimme, diese, ich sage jetzt mal, Vorurteile, ne? Oder dieses, wie bist du dargestellt draußen von der Presse, ne? Und ich sage jetzt mal ganz bescheuert gesagt, du bist in Anführungsstrichen einfach nur in der falschen Band, ja, schon hast du einen Stempel auf. Hättest du jetzt Schlagermusik gemacht als Glatzkopf, wärst du total toll. als Beispiel, jetzt mal übertrieben gesehen. Ich finde es richtig und wichtig, dass wir alle verschiedene Geschmack haben, ja, sei es Musikrichtung, politisch gesehen, wie auch immer. Es ist meiner Meinung nach völlig normal, ja. Und es ist doch aber wichtig, dass wir alle eben auch einen gemeinsamen Nenner haben. Der gemeinsame Nenner ist meiner Meinung nach, dass wir alle unsere Freiheit gerne möchten. Wir möchten frei leben, eine freie Meinungsäußerung haben. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man auch kritische Sachen duldet. Ja, klar, Leute, die beleidigen, ja, und alles, die muss man nicht dulden. Aber Menschen, man kann normal miteinander diskutieren und reden. Was ich gemerkt habe, mit vielen, ich sage jetzt mal, Linken, ja, kannst du gar nicht so reden. Die wollen das ja auch gar nicht, die haben auch gar keine Argumente. Es gibt aber auch Leute, muss ich sagen, da gebe ich dir auch recht, die noch normal sind, zumindest gesprächsbereit sind und auch in den Diskurs gehen. Ne? Gibt aber wenige meiner Meinung davon, weil die das hauptsächlich gar nicht wollen. Die sagen ja gleich, nee, wir wollen nicht mit Nazis reden, ja, so ein Beispiel. Und deswegen sage ich, okay, dann sollen die ihre Suppe weiterhin kochen. Ja? Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Ich persönlich glaube, dass wir hier in diesem Land leider so überhaupt nicht auf einen Nenner kommen können, solange diese Spaltung halt eben noch da ist. Und deswegen finde ich es trotzdem aber gut, dass man halt mit verschiedenen Menschen ins Gespräch kommt, um vielleicht da doch noch einen Umbruch hinzubekommen. Ja? Ich sage nicht umsonst, wir gehen einen Marathon. Für mich ist das morgen nicht beendet. Für mich ist das auch Ende des Jahres nicht beendet. Und von daher, ich lasse mich gerne überraschen. Ich wäre froh, wenn es morgen beendet wäre. Ne? Dann bräuchte man sich darüber nicht mehr zu unterhalten. Dann wären wieder andere Themen aktuell. Ja. Aber im Grunde genommen finde ich es halt richtig und wichtig, dass wir halt eben diese Art von Aufklärung betreiben. Hast du jetzt in Zukunft noch neue Sachen am Start, die von dir rauskommen? Oder? Ja, neue Sachen. Also einmal war ich immer wieder gefragt wegen der neuen Stahlgewitter. Wir sind halt eben dran. Kommt schon, ja, wann kommt denn das neue Album? Ja, das wird noch lange dauern. Also wer das weiß, wir sind jetzt keine richtige Band, eher ein Studioprojekt. Und deswegen dauert das alles seine Zeit. Mit dieser Infrabell-Geschichte, diese Akustik-Version. Vielleicht mache ich da auch ab und zu diversen Themen mal was. Es ist ja im Gegensatz zu Rockmusik, ist das ja der Vorteil, dass man das mal eben schnell, sag ich mal, relativ schnell komponieren und abspielt und einspielt. Eine Gitarrenspur, eine Gesangsspur und fertig ist das. Da steht auch eher der Text im Mittelpunkt als jetzt die Umsetzung. Also die Musik ist jetzt keine bombastische Rockmusik. Ja, also da wird wahrscheinlich noch was kommen. Dann laufen natürlich meine ganzen Podcasts weiter. Ich hatte als letztes den Daniel zu Gast. Der war zum Beispiel bei der Vermarktung des Liedes Heimat von die Konferenz beteiligt. Da haben wir drüber gesprochen. Der Livestream ist auch mit drin, ne? Ja, kein Livestream mache ich nicht, aber diesen Podcast. Nee, bei der Konferenz war der im Livestream mit drin. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe die auch gar nicht gesehen. Aber jedenfalls, Podcast wird es weiterhin geben. Also ich werde natürlich meine ganz normale metapolitische Arbeit halt weitermachen. Vielleicht mal eine andere Kampagne mal starten. Neben der Impfrebell-Kampagne. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? Musik, ich habe auch ein neues Buch, bin ich auch parallel am Schreiben. Dann halt mit meiner Mitstreiterschaft steht auch ein Treffen an. Hast du da schon einen Titel von dem Buch? Ich habe einen Arbeitstitel, aber den will ich jetzt nicht raushauen. Okay, und wie heißt dein anderes Buch, was schon draußen ist? Werde unsterblich, rechte Metapolitik als Lebensphilosophie.
Okay, aber das gibt es auch bei dir auf der Website sicherlich zu sehen, ne? Genau, gibt es bei mir im Laden. Und wenn man auf der Netzseite ist, der dritteblickwinkel.com, einfach ganz runter auf der Seite gehen und da findet man auch einen Verweis dazu. Ja, nee, finde ich super. Ja, auf jeden Fall, deine Podcasts, kommen die täglich regelmäßig? Hast du da irgendwie eine Regelmäßigkeit drin oder machst du das so, wie du gerade Zeit hast? So, wie ich gerade Zeit habe. Wie gesagt, ich gehe ja auch noch normal arbeiten, ja. Und meine Gesprächspartner in der Regel ja auch. Und so wie jetzt, ich habe jetzt die Woche Spätschicht, das heißt, deswegen habe ich jetzt morgens ein bisschen Zeit. Ja. Und ja, das muss man halt, also ist relativ unregelmäßig, aber stetig. Ja. Das war auch der Grund, warum wir den Livestream nämlich früh gemacht haben, ja, genau. Zur Kaffee-Frühstückszeit, weil sich manche gewundert haben, oh mein Gott, warum gehen die jetzt schon halb zehn live, ja. Wie sagt man schon, der Frühvogel fängt den Wurm? Oder genau. Nicht? Ja, auf jeden Fall, nee, finde ich cool, dass es so geklappt hat, wie gesagt. Und ja, es wird noch einige interessante weitere Lives auch geben, ja, und von dir das ein oder andere gute Buch, Podcast, Lied kommen. Und die Leute können dich natürlich auch auf Telegram finden unter Frank Krämer und der dritte Blickwinkel. Du hast zwei Kanäle. Genau, genau. Mhm. Der Rodeo ist so lieb, der schreibt mich hier schon immer die Links auch mit rein. Danke dir. Und ja, das ist immer eine gute Unterstützung nebenbei, weißt du, da muss ich das nicht noch alles nebenbei posten und raussuchen, sondern das machen die Bots schon ganz gut. In diesem Sinne, ja. Frank, wie siehst du bis Ende des Jahres unsere Zukunftsaussicht? Hast du da noch eine Idee, was du den Leuten auch mitgeben möchtest? Oder? Ja, also auf jeden Fall erstmal den Sommer noch nutzen, weil jetzt sind die Zügel ja locker gelassen. Gegen Herbst werden die Zügel wieder angezogen. Wichtig finde ich, eben nicht in Panik zu verfallen oder Angst zu haben, dass es, wie gesagt, wichtig ist, sein Umfeld gewählt oder auszuwählen, dass man da wirklich Leute hat, die einen Kraft geben, die einen nicht runterziehen. Und das ist auch das, was wir in Zukunft verstärken müssen, diese, nennen wir es mal, deutschfreundliche Parallelgesellschaften, dass man so Leute wie du und ich, die sowieso schon in der Öffentlichkeit stehen, dass die Ansprechpartner sind. Mich schreiben beispielsweise Leute an, meinetwegen aus Süddeutschland, sag mal, ich bin jetzt ziemlich alleine, kennst du Leute, dann vermittel ich die dahin. Ne? Oder ja, oder ich sage einfach, ja, wenn du mal bereit bist, längere Strecken zu fahren, kann ich dich mal zum Freundeskreis Rhein-Sieg einladen. Oder wenn du Interesse hast, mich zu unterstützen, dann wäre D3B Mitstreiter. Wir haben eine eigene Telegram-Gruppe. Da sind auch Leute aus ganz Deutschland dabei, die sich dann auch untereinander vernetzen und kennenlernen. Einmal im Jahr soll, also wir wollten eigentlich zweimal im Jahr ein Treffen machen. Das im März ist leider ausgefallen wegen den bekannten Umständen. Das holen wir aber jetzt demnächst nach. Halt, ja, Gemeinschaft im Mittelpunkt stellen. Es ist immer schön, wenn man im Internet aktiv ist, aber wie wir wissen, mit einem Klick ist wieder alles weg und dann so sind die... ist, wenn man sich live trifft, ne? Ganz genau. Was nützen mir 5.000 oder 6.000 Leute auf Instagram, wenn das Profil weg ist, dann reißt die Verbindung ab. Und das persönliche Kennenlernen, das persönliche Miteinander Zeit verbringen, das Gemeinschaftsleben, das kann man nicht aus dem, nicht mit einem Mausklick weglöschen, das ist drinne. Das trägt man im Herzen und das ist auch das, was zusammenschweißt. Und das ist ja auch das, was unser, was das Regime eben verhindern möchte, dass Menschen zusammenfinden. Es gibt da so eine schöne Stelle bei Harry Potter, fand ich ganz interessant, wo Harry Potter mit dieser, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, diese Blonde, wo die Blonde sagt, ja, deine Gegner wollen, dass du denkst, dass du alleine bist, bist du aber nicht. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Folge das war, aber das fand ich so schön übertragbar auf unser einer. Ja. Uns erzählt man ja immer, ja, du bist so eine Minderheit, hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, euch will ja keiner, weil das die veröffentlichte Meinung ist. Aber wenn ich allein bei mir hier im direkten Umfeld, wenn mich fremde Menschen ansprechen, die mich aus dem Netz kennen, hier bei mir im Dorf und sagen, ey, ich finde das toll, was du machst, das zeigt mir das genaue Gegenteil, ne? Das ist so auch so, dass ich jetzt so als Schlusswort vielleicht mitgeben möchte, dass man den Mut nicht verliert und dass man weiterhin daran arbeitet, die Menschen auch im echten Leben kennenzulernen, dass man sich nicht nur auf die Plattform, die eh nur auf tönernen Füßen stehen, also unsere Profile zumindest, dass man sich darauf verlässt, sondern raus aus dem Netz und rein in die Wirklichkeit. Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, mir macht das Spaß, wenn man auch wirklich draußen dann unterwegs ist.
und sich mit den Leuten einfach mal trifft, ja, die einen folgen. Mhm. Man kennt ja die meisten so nur unter den Namen, man lernt den, man weiß dann schon, ach ja, das ist der und der so ungefähr, ne? Aber noch schöner ist halt eben, wenn man sich halt eben wirklich dann auch auf der Straße im Grün trifft, was ich Picknick mache, keine Ahnung, und einfach mal ein paar Stunden zusammen verbringt. Ja, lieber Frank, ich danke dir auf jeden Fall für das sehr interessante Interview und vor allen Dingen für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und Gute. Grüße deine Tochter ganz lieb. Und ja, also ich war echt, nicht nur ich, sondern auch der Chat war verwundert über ihre langen Haare. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen guten Arbeitstag. Mach nicht so doll. Ja, danke, danke. Auch vielen Dank für die Einladung heute und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Genau. Also ich denke auch, es war nicht der letzte Live. Von daher finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir uns halt eben auch weiterhin vernetzen und in Verbindung bleiben. Aber das sehe ich als überhaupt kein Problem, weil wir haben alle Telegram und verschiedene Kanäle, wo man sich immer wieder trifft. Und das ist auch gut so. Und ja, ich entlasse dich jetzt schon mal, damit du dich auf deine Arbeit vorbereiten kannst und deine Tochter tun darfst. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen und beste Grüße. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Genau, ciao schon mal. So. Ja, liebe Freunde, das war Frank Krämer. Ich finde, ein sehr interessanter Mensch. Und vor allen Dingen kann man auch gewisse Vorurteile sicherlich ausblenden. Ja, ich fand das sehr, sehr gut, das Gespräch. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen, für die Unterstützung und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und sage bis morgen und denkt dran, immer nett lächeln und winken. Ciao, ciao, eure Lilly.